hier Let's runter. Play. Ich weiß einfach nicht, was wir tun sollen. Hallo, herzlich willkommen. Wir spielen Robinson Crusoe. Wir, Hanna, Nadine und ich. Und falls alle, die jetzt eben erst dazugekommen, sich fragen, was wir hier eigentlich tun den ganzen Abend über, wir sind auf unserer Conspiracy Online Convention, einer digitalen Convention, die sich um analoge Spiele dreht. Also um Brettspiele, Kartenspiele und auch um Rollenspiele. Wir sind Pegasus Spiele, Spieleverlag hier in Friedberg im schönen Hessen. Und wir senden 4 Tage lang, wir haben Spielrunden und. All das könnt ihr erleben und selber mitmachen. Schaut einfach mal auf conspiracy-con.de vorbei. Da findet ihr ein reichhaltiges Angebot, die Übersicht über die Formate in unserem Livestream und unsere Spielrunden und so weiter. Einfach mal vorbeischauen und euch was rauspicken und am Wochenende noch ein bisschen spielen. Spielen ist nämlich gut, das machen wir jetzt auch. Wie gesagt, wir spielen Robinson Crusoe. Also eher wir versuchen wir zu überleben. Genau, wir versuchen das ist, von der Insel zu überleben. Und da schauen wir uns jetzt was an. Ich glaube, das führt uns am besten ein. Als Schiffbrüchige seid ihr auf einer unbekannten Insel gestrandet. Um zu überleben, müsst ihr euren Unterschlupf aufbauen, euch vor Gefahren schützen und Missionen erfüllen. Aber einfach nur Ressourcen sammeln und die Insel erkunden, reicht im kooperativen Strategiespiel Robinson Crusoe Abenteuer auf der verfluchten Insel nicht aus. Ihr müsst außerdem euer Inventar komplett selber herstellen, also vom einfachen Kochtopf bis hin zu den benötigten Waffen. Zu Beginn des Spiels erhält jede Person eine Charaktertafel mit besonderen Fähigkeiten, einer Verwundungsleiste und einer individuellen Erfindung. Jede Runde besteht aus 6 Phasen. Wie viele Runden ihr spielt, das hängt vom gewählten Szenario ab. Im Grundspiel sind 6 Szenarien enthalten, die alle ein unterschiedliches Ziel haben. Jedes Szenario fordert euch mit neuen Aufgaben, Erfindungen und Entdeckungen heraus. Der Spielablauf ist grundsätzlich in allen Szenarien gleich. Ihr beginnt mit der Ereignisphase, in der ihr eine Ereigniskarte zieht und das darauf abgebildete sofortige Ereignis durchführt. Auf den meisten Ereigniskarten ist auch noch ein drohendes Ereignis abgebildet, das ihr unter Umständen auch noch verhindern könnt. In der 2. Phase, der Moralphase, überprüft ihr die Moralleiste. Je nach Position des Markers erhält die Person, die Runde beginnt, Entschlossenheitsplättchen oder muss welche abgeben. Die Entschlossenheitsplättchen könnt ihr zum Beispiel einlösen, um die besonderen Fähigkeiten eures Charakters zu nutzen. In der Produktionsphase erhaltet ihr dann Ressourcen. Welche das sind, hängt ganz von dem Ort ab, an dem ihr euer Lager aufgeschlagen habt. Gibt es an diesem Ort eine Nahrungsquelle, erhaltet ihr Nahrung. Bei einer Holzquelle, Holz. Nun ist es Zeit für die 4. Phase, die Aktionsphase. In dieser Phase entscheidet ihr alle gemeinsam, wer welche Aktionen durchführt. Dafür stehen euch im Normalfall 2 Aktionssteine zur Verfügung. Habt ihr alle Aktionssteine gesetzt, werden die Aktionen in einer festgelegten Reihenfolge von links nach rechts unten am Spielfeldrand entlang ausgeführt. Sind alle Aktionen abgeschlossen, werden in der Wetterphase durch spezielle Würfel und Plättchen verschiedene Wettereffekte ausgelöst, die euch das Leben schwer machen. Und jetzt ist auch schon wieder Nacht. Zeit, eure Nahrung zu vertilgen. Bevor ihr schlafen geht, könnt ihr auch noch euer Lager verlegen, um zum Beispiel beim Entdecken bestimmte Inselteile besser zu erreichen. Das Spielende kann durch 3 Bedingungen ausgelöst werden. Erstens, einer eurer Charaktere stirbt und ihr verliert das Spiel. Zweitens, die letzte Runde des Szenarios ist beendet und ihr konntet das Ziel nicht erfüllen. Auch in diesem Fall verliert ihr das Spiel. Drittens, ihr schafft es, das Ziel des Szenarios rechtzeitig zu erfüllen und verlasst siegreich die Insel. In Robinson Crusoe ist keine Partie wie die andere. Die 6 Szenarien bieten nicht nur unterschiedliche Ziele, sondern weisen auch einigen Plättchen neue Bedeutungen zu. Auch welche Abenteuerkarten und Ereignisse ihr zieht, kann eine Partie komplett verändern. Außerdem gibt es viele Anpassungsmöglichkeiten. Ihr könnt alleine oder in einer Gruppe spielen und selbst bestimmen, wie einfach oder schwierig ihr es haben wollt. So könnt ihr zum Beispiel weniger Startgegenstände mitnehmen oder auch einen Hund als Begleiter wählen. Robinson Crusoe ist ein Expertenspiel für 1 bis 4 Schiffbrüchige ab 10 Jahren. Eine Partie dauert 60 bis 120 Minuten. Mit den Erweiterungen gibt es für euch noch mehr Abenteuer in der Welt von Robinson Crusoe. In der 1. Erweiterung, Robinson Crusoe, die Fahrt der Beagle, begleitet ihr Charles Darwin auf seine legendäre Reise, die zur Begründung der Evolutionstheorie führte. Ihr müsst in 5 aufeinander aufbauenden Szenarien neue Aufgaben bewältigen, wie Tierarten entdecken, das Schiff wieder seetüchtig zu machen oder es sicher durch einen Sturm zu manövrieren.
Außerdem stehen euch neue Charaktere und auch wieder eine Solo-Variante zur Verfügung. Robinson Crusoe Mystery Tales bringt den Wahnsinn auf die verfluchte Insel. Mit dem Horror-Modus könnt ihr die bereits bekannten Szenarien auf eine neue Weise erleben. Neben zwei neuen Szenarien, die diese Erweiterung enthält, gibt es auch ein Kampagnenbuch, das eine verworrene Abenteuergeschichte über 5 Szenarien erzählt. Auch diese Erweiterung ist für 1 bis 4 Schiffbrüchige ab 10 Jahren bestens geeignet. Neben neuen Karten gibt es auch neue Charaktertafeln. Aber Vorsicht, nicht, dass ihr auch noch dem Wahnsinn verfallt oder einen Nervenzusammenbruch erleidet. Robinson Crusoe, die Schatztruhe, beinhaltet eine Sammlung bisher erschienenen Promomaterials. Die 6 Szenarien fordern euch auf ganz neue Wege heraus. So könnt ihr zum Beispiel die Reichtümer der legendären Schatzinsel heben oder mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit reisen. Oder ihr erlebt Abenteuer auf Nimmerland. Die Schatztruhe beinhaltet neue Charaktere und Karten, die mehr Variation in eure Abenteuer bringen. Außerdem gibt es Aufwertungen für euren Unterschlupf sowie die Ressourcen in den passenden Formen für Fische, Felle, Papageien und vieles mehr. Jetzt wissen wir also, was wir zu tun haben und ihr wisst auch, was wir zu tun haben. Wir spielen eine Partie Robinson Crusoe, ein kooperatives Abenteuerspiel. Wir sind auf dieser Insel gestrandet, haben die Insel noch gar nicht weit erkundet. Nur da vorne gibt es ein kleines Inselteil, da sind wir gerade am Strand angekommen. Waren wahrscheinlich vorher auf irgendeinem Luxusliner namens Titanic oder so unterwegs. Hängen jetzt hier am Strand fest. Wir spielen das erste Szenario schiffbrüchig. Und ich lese gerade mal vor, worum es hier geht. Ihr seid nach dem Untergang eures Schiffes auf einer einsamen Insel gestrandet. Das Ende des Sommers naht und ihr müsst euch auf den Winter vorbereiten. Allerdings solltet ihr eure Rettung auch nicht aus den Augen verlieren. Ihr braucht einen großen Stapel Holz, um ein Feuer anzuzünden, das weit genug sichtbar ist. Irgendwann wird schließlich ein Schiff vorbeikommen. Also, was wir jetzt machen müssen, ist die Insel erkunden, am Leben bleiben und ganz viel Feuerholz sammeln, nämlich 15 Holzteile. Ich lege das mal kurz hier hin, sehen kann, hoffentlich. Ja, dann könnt ihr auch mal sehen, wie so ein Szenario aussieht. Moment, sagt die Technik. Kann sich nur um Tage handeln. In der Zwischenzeit hören wir Musik. Ah, genau. Da seht ihr schiffbrüchig. Das ist das erste Szenario, was wir spielen. So viele Runden hier haben wir Zeit. Und da seht ihr auch, hier müssen wir Feuerholz sammeln und da reinlegen. Und wenn wir alle 15 Felder mit Holz ausgefüllt haben, dann können wir das Feuer anzünden und dann rettet uns hoffentlich ein Schiff. Das Problem an der Sache ist, dass wir auch Holz für ganz viele andere Sachen brauchen, nämlich für unseren Unterstand und für Palisaden und für Waffen und ja. Für alles eigentlich. Ja, eigentlich für alles. Anna, du bist unsere Robinson Crusoe-Expertin heute Abend. Ich wurde dazu erklärt, ja. Sehr nett. Oh ja, genau. Fängt schon gut an. Das erste Szenario ist bockschwer. Ja, das haben wir schon fast gefürchtet. Wir sind gespannt, ob wir es schaffen. Genau. Wir sind 3 Schiffbrüchige. Mhm. Nadine, du bist? Ich bin die Köchin. Ja, ich versuche uns irgendwie zu verpflegen mit den Sachen, die wir haben. Aber ich sehe davon schon, wir haben Steinsuppe. Nein, wir haben ja schöne Sachen, die wir euch auch gleich bestimmt nochmal zeigen können in der Kamera. Wir haben tolle Ressourcen, die auf uns warten, aber die müssen natürlich erst eingesammelt werden. Zwieback und Papageien. Ja, das sieht jetzt so schön aus, aber das, was wir da vorne liegen haben, gehört, also, haben wir noch nicht gesammelt. Das ist, können wir irgendwann vielleicht entdecken, sammeln, was auch immer. Und dann kann ich als Köchin versuchen, uns so was Schmackhaftem zuzubereiten. Und ansonsten haben natürlich jeder von uns noch so kleine Sonderfähigkeiten. Ja. Die wir vielleicht im Laufe des Spiels hoffentlich einsetzen können, um unsere Situation etwas zu verbessern. Zum Beispiel kann ich Moral, da kommen wir später noch dazu, was die macht, abgeben, um Nahrung für uns zu organisieren, außerhalb der normalen Sammelaktion. Sehr gut, das heißt, du wirst uns was Leckeres zubereiten. Na klar. Ich freue mich auf Rindensuppe und dergleichen. Das wird super. Toll. Hanna? Steintod. Ja, ich bin die Soldatin heute Abend. Auch nicht schlecht. Das heißt, wenn wir später gegen wilde Tiere kämpfen und hoffentlich auch darüber ein bisschen Essen kriegen können, dann bin ich eure Frau. Das heißt, du schießt tot, was du dann zubereitest. Genau. Sehr gut. Da arbeiten wir direkt zusammen und dann. Okay. Und ich werde euch den Weg ebnen. Ich bin nämlich der Forscher. Sehr gut. Bin gut darin, Abkürzungen beispielsweise zu finden. Ich zeige euch jetzt auch mal ganz kurz, wie so eine Charaktertafel aus der Nähe aussieht.
Da sieht man hier einmal das Porträt, den Namen. Hier unten, das ist eine Leiste mit Lebenspunkten. Ich starte gleich, wie alle anderen, dann auch ganz links. Und die können sich dann auch im Laufe der Zeit verringern. Hier gibt es so Schwellen mit diesen Pfeilen markiert. Wenn unser Lebenspunktestand quasi einmal da drüber hüpft, dann verlieren wir Moral. Das ist nicht gut. Und hier sind meine 4 Sonderfähigkeiten, die ich im Laufe des Spiels einsetzen kann. Ja, ich werde neue Wege erkunden, neue Gegenden, auf denen es vielleicht reichhaltige Nahrung gibt oder was auch immer. Oder wilde Tiere. Wilde Tiere oder Holzvorkommen oder vielleicht auch versunkene Schätze. So, ja. Jeder von uns verkörpert also einen Überlebenden. Wir haben verschiedene Fähigkeiten. Wir haben da ja die Insel, da fangen wir an diesem Startteil. Und hier sind ein paar Errungenschaften, die wir bauen können, die uns bestimmt irgendwie weiterhelfen werden. Messer, Feuer, ganz wichtig natürlich. Ja, das ist ganz also überlebenswichtig. Ein Bett, okay. Ja. Ja, aber die Schaufel zum Beispiel auch. Ja, ne? Ja, ja. Die genau. Ist ganz, ganz relevant auch. Und okay. Ja, wir haben ein paar wenige Sachen. Ich meine, wir sind ja hier gestrandet. Wir haben nur ein paar wenige Sachen von Anfang an dabei. Und zwar unter anderem unterstützt uns ein Pilger. Das ist quasi ein NSC. Also der wird nicht von uns gesteuert, sondern das ist so eine Hilfsfigur. Die kann uns einen Würfel wiederholen lassen. Ich glaube, das wird noch sehr wichtig werden. Genau, und die kam mit der Schatzkiste. Ja. Schatztruhe. Jetzt auch noch ins Spiel. Richtig, was ganz Neues. Und wir haben noch 2 Startgegenstände, die konnten wir noch vom Schiff retten. Zwieback gibt uns natürlich Nahrung zum Essen. Und eine Rumflasche, die heilt. Natürlich, Lebenspunkte. Klar. Bei Laune hält. Super, werden wir auch dringend nötig haben. Ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Wenn ihr Fragen habt, dann haut sie in den Chat eben rein. Wir versuchen jetzt hier in der nächsten Zeit irgendwie zu überleben, 15 Hölzer zusammenzusuchen und ein Feuer zu entfachen. Gut, ja. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen aber auch noch, wir brauchen natürlich den Gegenstand Feuer, ganz klar, und den Holzstapel. So, nur mit beidem zusammen können wir dann gewinnen. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Was passiert denn am Anfang? Genau, also die erste Ereigniskarte liegt schon da unten. Und zwar wurden Vorratskisten angeschwemmt. Yes! Das ist natürlich gut für uns. Genau, ich lese mal vor. Ihr entdeckt Vorratskisten, die entlang der Küste angeschwemmt wurden. Ja, das ist natürlich jetzt auch die Startkarte, deswegen ist die hier so blau markiert. Das heißt, das ist so ein kleiner Startbonus am Anfang. Oh, bestimmt leckere Sachen drin. Das heißt, wir können uns Nahrungsvorräte sichern, wenn wir jetzt gleich dann in der Aktionsphase uns dahin bewegen und die Aktion ausführen. Handkäse mit Musik. Ja, ich weiß nicht, ob ich das zaubern kann. Okay. Also wir schauen mal. Also ich sehe jetzt hier Obst. Naja. Das heißt, da können wir hingehen und können das dann aufsammeln. Das gibt uns schon mal Nahrung für den Start. Das ist gut. Das ist gut. Genau. Und damit starten wir. Ja, genau. Okay, in der ersten Runde wird ja sonst noch keine Ereigniskarte aufgedeckt. Genau, die haben wir ja schon. Die Startkarte da eben ausliegt. Die Moral ist aktuell bei 0, das heißt, da passiert auch noch nichts. Das ist genau auch ganz wichtig, die Moralleiste da oben. Wir verlieren dann eben entsprechend Marker oder gewinnen sie dann hinzu. Die Marker sind sehr gut, damit können wir nämlich unsere Sonderfähigkeiten aktivieren. Ja. Manchmal müssen wir die auch abgeben, wenn schlimme Dinge passieren. Wenn wir dann nicht abgeben können, dann verlieren wir Lebenspunkte und das ist gar nicht gut. Nee. Wir haben ganz viele Tüten drin, absolut. Da kriegt man alles unter. Ich bin auch mein großer Fan von Tüten. Da gibt es morgen eine spannende Diskussionsrunde, Nadine, mit dir morgen Abend. Richtig. Pimp My Board Game, also mit Inlays und Co. Oder aber setzt man auf Tüten. Ich bin Tüten-Fan. Genau. Da könnt ihr gerne morgen 20.15 Uhr einschalten. Da seht ihr dann mich und noch 3 Gäste. Die Rosa von Frost Games und meine beiden Kollegen Sebastian und Clemens von Pegasus Spiele. Und wir sprechen darüber, wie wichtig Spielmaterialien eigentlich sind. Ob ihr eure Spiele pimpt, ob nicht. Zip-Beutel-Fan, habt ihr mich nicht eingeladen? So. Okay. Kannst du spontan noch dazu? Ja, ja, klar. Aber deine Meinung kennen wir jetzt. Wir notieren es. Keine Katzen, keine Pandas, keine Hände. Dafür Zip-Beutel. Ja, genau. Okay. So, das heißt, wir überspringen, genau, Moral, da passiert eben nichts. Und dann sind wir in welcher Phase? In der Produktionsphase. Und aktuell auf unserem Inselteil ist ja Holz und Essen. Das ist natürlich super. Das ist perfekt. Genau. Und das sammeln wir jetzt automatisch ein, weil auf dem ersten Inselteil ist unser Lager. Genau. Ja, und wenn das Lager auf einem Inselteil ist, sammeln wir da automatisch. Da müssen wir niemanden hinschicken, der das einsammelt, sondern das passiert einfach. Das können wir auch später noch verlagern, das Lager, irgendwo anders hin, wenn wir weiter ins Inland eben vordringen. Aber erstmal haben wir das da am Strand aufgebaut und dann sammeln wir jetzt automatisch ein Holz und einen Fisch. Und einen Fisch kommt auch direkt hier unten rein. In dem Bereich sind die sofort verfügbaren Ressourcen von uns gesammelt. Nicht alle Ressourcen, die wir im Laufe einer Runde einsammeln, können wir auch sofort benutzen. Das ist immer ärgerlich.
Aber ja, so ist das Spiel. Und Überleben ist ja hier auf einer einsamen Insel kein Pappenstiel. Nee. So, jetzt haben wir schon mal was. Wir haben schon mal Fisch. Das heißt, eine Person wird schon mal satt am Ende der, der Runde. Und wir haben schon mal ein Holz. Und jetzt beginnt eigentlich so das Herzstück von Robinson Crusoe. Das ist die Aktionsphase. Wir haben ja diese Marker. Jeder von uns hat zwei. Und die können wir jetzt an verschiedenen Orten einsetzen. Was können wir denn alles so machen? Wir könnten jagen, aber da ist noch niemand, ne? Genau, das bringt noch nichts, weil wir noch keine Tiere entdeckt haben. Ja. Wir können natürlich die Vorratskisten uns mal anschauen. Ja, gut. Wir haben ja eben schon gesehen, dass da Essen drin ist. Wenn wir eine Person dahin schicken, bekommen wir eine Nahrung, bei zwei Personen zwei Nahrung. Ganz genau. Ja, gut. Also sollten wir jetzt, wenn wir zwei hinschicken, dann haben wir da zwei Nahrung und haben wir eben schon den Fisch bekommen, dann hätten wir drei Nahrung am Ende der Runde und niemand müsste hungern. Ich weiß nicht, ob wir das machen wollen. Also zumindest eine Person vielleicht schon mal... Genau, ansonsten jagen, ja. Wäre auch abgesehen davon, dass da noch gar keine Tiere sind, auch schlecht, weil wir haben ja noch gar keine Waffen, Speere oder das irgendwas. Stimmt. Wir könnten die Insel weiter erkunden. Ja. Das ist ja eigentlich dein Ding. Ach so, als stimmt. Forscher. Ja, ich habe aber am Anfang noch keine Marker, um das möglich zu machen. Das ist halt... Genau, aber wir können ja auch bauen. Das ist auch noch eine interessante Sache. Das ist die Entschlossenheitsmarker, ne? Visier? Ja. Ja, genau, richtig. Die brauche ich ja dann dafür. Genau, also aktuell können wir nur die Schaufel bauen. Genau, deswegen liegt da auch schon ein Marker drauf. Das zeigt eben an, dass wir das bauen können. Wenn wir es dann gebaut haben, drehen wir es um und dann sehen wir genau. Ich glaube, ich bin dafür, ein bisschen die Insel zu erkunden, auf jeden Fall. Es ist immer die Sache, man kann bei den meisten Feldern ein oder zwei dieser Spielsteine eben hinschicken. Bei zwei Spielsteinen schafft man die Aktion sicher. Mhm. Und bei einem Spielstein muss man würfeln, ob es klappt. Man kann auch... Das kann auch dann eben nicht klappen und dann verliert man sogar noch Lebenspunkte. Das ist halt nicht so gut. Und es kann auch sein, dass es zwar gelingt, aber man trotzdem hier noch so eine Karte aufdecken muss. Und da können ganz gute Sachen, aber da können auch... Da kommen auch schlechte Sachen. Da kommen auch schlechte Sachen halt. So, aber wenn man halt überall zwei Personen einsetzt, dann kann man auch nur drei Aktionen machen. Das stimmt. Ja, das ist schon wenig. Ich glaube, wer hat denn den Startspieler-Marker? Hanna den ist Startspielerin, genau. Genau, Hanna. Komm. Du kannst entscheiden. Was möchtest du? Ich meine, das ist ja keine Reihenfolge, wir sprechen uns ja so ab. Ja, genau. Klar. Aber überleg doch mal. Ich glaube, ich gehe mit einem einfach schon mal erforschen und würfel dann. Okay. Und dann schicke ich schon mal einen zu den Vorratskisten. Ja, das ist gut. Und dann das können ist wir gut. mal überlegen, ob da noch jemand dazukommt oder ob ich da alleine bleibe. Bauen können wir gerade nur die Schaufel. Ja, wissen wir halt noch nicht, wie viel die uns so hilft. Ja, im Moment brauchen wir sie für keine andere Sache hier. Ja, ja. Aber vielleicht später trotzdem. Ich glaube, ich würde... Ja, sammeln können wir ja auch noch nicht viel. Nee, wir können aktuell dann noch gar nicht. Ich gehe mal erforschen. Kannst du mich bitte auf das benachbarte Feld setzen? Ich gehe mit beiden hin. Ich will das sicher machen. Ja, genau. Okay. Mhm. Ja, also ich finde, wir sollten uns die zweite Nahrung da unten sichern. Ja, das finde ich auch nicht schlecht. Ich würde mich dazu setzen als zweite Person. Habe ich noch eine Person. Wir hatten schon ein Holz. Hat aber jemand aufgepasst, leider. Ja. Schade. Julia wollte uns helfen, weil sie Angst hat, dass wir nicht gewinnen. Ach. Du hast versucht. Komm hier runter von dieser Insel. Genau, es ist es ist auch noch eine Option, natürlich da hinten das Lager aufzuräumen, heißt das. Da würden wir unsere Moral. Das ist gut. Das ist auch um eins verbessern. Ja. Und du kriegst schon mal zwei Moralplättchen. Und ich bekomme zwei Plättchen. Das ist auch nicht schlecht. Ach, hier können wir insgesamt die Moral verbessern. Ganz genau, ja. Ich glaube, das würde ich tun. Ne? Das ist gut. Ich glaube, ich wähle mal das. Stimmt, ich hatte die zwei. Das kann man ja auch machen, dass eine Person dann zwei bekommt. Mhm. Ja. Gut. Dann schauen wir mal. Ja. Vielleicht gehe ich da doch hin. Warte, ganz kurz. um zwei zu bekommen. Aber jetzt sitzt ja schon Aline drauf. Da kann man nur einmal hin, stimmt. Okay, dann. Ja, wir machen das jetzt mal so berührt geführt. Okay. Gut, dann fangen wir mit der Präventivfaktion da unten an. Weil es gibt eine festgelegte Reihenfolge, in der wir das ausführen. Das heißt, wir fangen ganz links an. Genau. Das heißt, wir sammeln zwei Nahrung. Ich nehme mal hier zwei. Ich glaube, wir kriegen sogar eine dauerhafte, oder? Nee. Ah, doch. Entschuldigung. Doch. Ganz klein habe ich gesehen. Wird hier noch unterschieden zwischen normaler Nahrung und dauerhafter Nahrung? Normale Nahrung, selbst wenn wir mehr Nahrung haben, als wir essen können, dann verdirbt die einfach am Ende der Runde. Das ist super unangenehm, weil die ansonsten sehr knapp ist. Ja. Wenn es aber dauerhafte Nahrung ist, dann kann man die speichern und aufheben. Quasi sehr wertvoll. Das ist richtig wertvoll. Davon haben wir jetzt eine, aber wahrscheinlich müssen wir trotzdem alle drei am Ende dann eben essen. Außer wir entscheiden uns, das auf. Aber da sind wir noch nicht. Genau, oder wir müssen hier würfeln. Also Hanna muss hier würfeln, es kommt vielleicht noch was bei rum. Gut. Ach, genau.
So, dann kommt Jagen, haben wir nicht. Nein. Da kommt Bauen, haben wir aktuell auch nicht. Sammeln haben wir auch nicht. Also erforschen, so, die Insel erforschen. Ja. Kommt. Soll ich zuerst würfeln? Oder? Ja, bei mir passiert ja nichts. Ach so, ja, genau. Stimmt. Gibst du mir mal die grünen Würfel? Ja. Dann versuchen wir das mal. Mal gucken, Spannung, was passiert. Spannung. Go. Okay, von okay, allem etwas. Viel. Es ist gelungen. Ja, ich euch jetzt das mal ist ja schon mal gut. So einen Wurf. Aber du. Oh, das sind grüne Würfel. Oh, von einem grünen Screen. Genau, wir schauen Farbe nehmen. Nein, der Greenscreen schluckt es. Aber wir können gleich mal andere Würfel reinlegen. Das heißt, es gelingt. Genau. Aber ich, du verlierst ich erleide eine Runde. Und du musst noch eine Aktionskarte ziehen. Das war quasi dieses Ergebnis. Das Symbol sagt, dass die Aktion gelungen ist. Das Symbol sagt, dass Anna gerade einen Lebenspunkt verliert. Und das sagt, dass eine Karte aufgedeckt werden muss. Das kann auch genau einfach passieren, je nach dem Wurf, dass wir hier sowas haben. Das ist dann zwar gelungen und ansonsten passt gar nichts. Kann aber auch sein, dass es nicht gelingt und sonst was passiert, nichts passiert. Also ist alles möglich. Ist immer ein Glücksspiel, wenn man alleine unterwegs ist. Mhm. Genau. Okay. Und ich habe einen Schrein entdeckt. Mhm. Und wir können jetzt entscheiden, entweder werfen wir die Karte ab oder wir ziehen Geheimniskarten, bis wir einen Schatz gefunden haben. Dann wird die Karte hier aber in den Ereignisstapel gemischt. Und wenn wir die nochmal ziehen, dann haben wir Albträume. Und dann müssen wir da unten nochmal würfeln, wenn das gelingt. Also dann wird es quasi unwahrscheinlicher, dass unsere Aktionen funktionieren. Das hört sich irgendwie nicht so gut an, ehrlich gesagt. Ja, aber eine Schatzkarte. Schatzkarte nehmen und dann vielleicht Albträume bekommen? Was denkt ihr? Oder legen wir diese Karte ab und gehen nicht zu diesem Schrein? Schatzkarte ist schon ganz gut, oder? Schatzkarte? Du bist nicht dafür? Wir können auch ziehen, also. Schatz. Da sagt jemand Schatz. Schatz, komm hier, das erste, der Schatz. Ja, kommt. Also, das heißt, wir ziehen eine Geheimniskarte, bis wir einen Schatz gefunden haben. Genau. Und die Nichtschätze werden erstmal zur Seite gelegt und dann hinterher wieder eingemischt. Ja, klar. Und die kommt, wird auch reingemischt? Genau. So, direkt die erste Karte ist ein Schatz. Die kommt aber erstmal, die behalten wir direkt. Die kommt hier oben die hin, kommt zu hier den oben zukünftigen hin. Das Ressourcen. Haben wir gefunden. Sehr cool. Danke, Olli, dass wir das gemacht haben. Ein Kompass. Behalte diese Karte. Yes. Platziere ihr einen Spielstein auf dieser Karte. Er kann dauerhaft als Unterstützung fürs Erforschen genutzt werden. Oh. Und das ist natürlich super. Das vor allem am Anfang. Mega gut. Mega gut. Na, hoffentlich, wenn uns nachher die Albträume nicht einholen. Heimbieten. Naja, okay. Schon, Leute, vielleicht kommt die Karte gar nicht, weil wir vorher das gewonnen stimmt, haben. Also, ja, auf jeden Fall, klar. Logisch. Das war gut eben. Und dann gut. Muss jetzt noch ein Inselteil aufgedeckt werden, genau. Weil das Erforschen gelungen ist. Dankeschön. Was für ein guter Schatz. Da haben wir Grasland entdeckt. Ja, das ist gut. Da haben wir einige Gegenstände, genau. Die das erfordern. Das ist wirklich gut. Das heißt, wir können das Seil bauen, wenn wir wollen. Wir können das Bett bauen. Ja. Heilmittel können wir auch herstellen. Wir haben hier verschiedene Gegenstände, die wir bauen können. Die haben immer Voraussetzungen. Und, unter anderem, weil wir jetzt ein neues Gebiet erforscht haben, werden dadurch einige Gegenstände jetzt, also können jetzt gebaut werden. Deswegen haben wir jetzt gerade Marker draufgelegt, damit wir wissen, was wir gerade bauen können. Das hat uns jetzt quasi einiges freigeschaltet. Das ist gut und da gibt es auch Nahrung und dann Holz. Dann dürfen wir noch ein Entdeckungsbettchen aufdecken. Das dürfen wir sofort machen, da muss niemand drauf gehen, ne? Genau. Ja. Oh, wir haben Bandagen gefunden. Und damit können wir hier einmal eine Wunde ignorieren. Oh, okay. Hier zeige ich mal, das ist so ein Plättchen, das durften wir jetzt aufdecken, weil wir ein neues Inselteil entdeckt haben. Und da sind immer verschiedene Sachen drunter. Und in dem Fall sind das diese Bandagen, die helfen uns, wenn wir Wunden bekommen. Sehr gut. Kommt auch hier oben hin. Genau, ja. Perfekt. Sehr gut. Wunderbar. Perfekt. So. Dann forschen wir direkt weiter. Genau, und bei mir gelingt das ja dann automatisch. Genau, ich gebe dir mal deine beiden Forscherfiguren. Und wir haben einen wunderschönen Wasserfall gefunden. Berglandschaft. Und wieder ein Plättchen für uns. Sehr gut. Ich mache hier das Plättchen und du kannst weitere nahrhafte Larven. Lecker, schmecker. Das gefällt mir. Da musst du gar nicht mehr kochen, Nadine. Haben wir schon. Quasi bei den erlesenen Zutaten kein Problem. Da brauchst du echt nichts machen. Und wir können sogar den Zwieback, die dauerhafte Nahrung, behalten für die nächste Runde. Das ist schön. Das war doch bisher super erfolgreich. Wir haben einen Lebenspunkt verloren, aber mein Gott. Gut. So. Sehr gut.
Und hier passiert auch noch was. Genau. Ja, ganz genau. Das ist mein Marker. Ich bekomme 2 Moralplättchen. Und außerdem geht unser Moralmarker für die ganze Gruppe 1 nach vorne. Das heißt, wir sind guter Dinge. Genau. Und der Startspieler kriegt jetzt immer ein Moralplättchen. Ganz genau. Perfekt. Das war's in der Runde, oder? Müssen wir... Jetzt ist alt Quatsch, das war's noch. Lange nicht. Leider nicht. Wir sind jetzt mit der Aktionsphase fertig und jetzt kommt eigentlich die Wetterphase. Genau, ja. Und da gibt es Szenario vor, mit welchen Würfeln wir würfeln müssen. Aber tatsächlich, die ersten 3 Runden haben wir noch Glück, das Wetter ist gut. Das und ist gut, wir müssen nicht würfeln. Weil wir haben auch noch gar kein Dach und keinen Unterstand. Genau. Also vor allem Dach, wenn es regnet oder so. Oder schneit. Oder schneit. Das ist gut, das heißt, die ersten 3 Runden, da passiert noch nichts, da bleibt das Wetter noch schön. Und dann wird es zunehmend ungemütlicher bis zum Ende des Spiels. Wetterphase passiert nichts. Jetzt haben wir noch die Nachtphase. Jetzt muss jeder von uns eine Nahrung essen. Ja. Wenn das nicht geht, verlieren wir pro Spieler 2 Lebenspunkte. 2. Das ist richtig hart. Ja, aber wir haben ja richtig gut vorgesorgt. Das ist ja gar kein Problem. Dann essen wir mal die Larven. Die gammeln ja auch. Genau. So. Genau. Das ist schon mal für 2 Spieler... Genau, und dann haben wir noch Banane oder Fisch. Da dürfen wir uns jetzt aussuchen. Das andere wird es leider nicht überleben, die Runde. Ja. Ja, nehmen wir einfach irgendwie den Fisch. Ja. So, weil, also lieber eine alte Banane als einen alten Fisch essen. Jetzt haben wir gegessen, wir bekommen keinen Schaden. Wir könnten jetzt noch unser Lager verlegen. Ja. Das könnten wir machen. Weiter in die Mitte vielleicht, dann können wir besser erforschen. Nachher. Ja, das stimmt. Genau, weil... Je weiter weg wir von unserem Lager erforschen, desto mehr Spielsteine, Aktionssteine kostet uns das. Ja. Deswegen bin ich auch dafür, in die Mitte zu gehen. Da gibt es ja auch beide Rohstoffe, die wir brauchen. Ja, dann verlegen wir unser Lager in die Mitte. Perfekt. Hört sich gut an für mich. Ist schön da an dem Wasserfall, ja, oder? Ja, das ist wunderbar, ja. Bisschen laut nachts, aber gut. Ja, gut. So, jetzt habt ihr kein befestigtes Lager. Nee, leider. Dann leidet jeder von uns einen Schaden. Oh, ja. Geht schon los. Jetzt fängt es schon an. Ich habe die Nacht auf so einem spitzen Stein geschlafen, war gar nicht so gut. Nee, war nicht so. Irgendwie hätten wir doch das Bett mal gebaut. Ja. Mann. So, verderbliche Nahrung vergammelt jetzt. Yep. Es geht auch schnell mit den Bananen. Und dann schieben wir den Rundenmarker schon eins weiter. Ne? Mhm. Das ist richtig gemacht. Jetzt sind wir in Runde 2. Ja. Und als erstes wird eine... Es geht rein um, ich bin der Startspieler. Ja, oder? Stimmt. Marker. Gut. Und dann schauen wir mal, was so passiert. Abgrund, ja, das hört sich nicht so gut an. Positiv. Da liegt vielleicht ein Schatz drin. Vielleicht. Während des Orkans gab es einen Erdrutsch. Euer Lager liegt nun gefährlich nah am Rande eines Abgrunds. Wenn möglich, wähle ein eurem Lager benachbartes Inselteil und drehe es auf die Rückseite. Kann ab sofort nicht mehr betreten werden. Puh. Und wir haben eine Karte mit grünem Fragezeichen gezogen. Das heißt, wir müssen das grüne Fragezeichen hier drauflegen und definitiv eine Karte ziehen nächstes Mal. Okay, aber wenn wir Fragezeichen würfeln, dann ist es trotzdem nur eine Karte. Genau. Mhm. Immerhin. Tja, ein Feld, das bereits entdecktes Feld, wird nun den Abhang einherfallen. Das ist richtig übel. Ja, es ist wirklich nicht so schön. Was lassen wir denn da eigentlich... Macht keinen großen Unterschied. Überhaupt keinen Unterschied, glaube ich, bei den beiden. Ja. Wir gehen weiter quasi ins Landesinnere. So, aber wir haben jetzt auch kein Grasland mehr. Das heißt, wir müssen fürchte ich auch die Würfel hier entfernen. Das Bett ist weg. Dabei hat es auch letzte Nacht schon so gepiekst im Rücken. Ja. Aber wir können das natürlich dann später reparieren, ne? Ja, das ist ja der untere Teil. Genau. Den wir jetzt dann auch wieder gleich... Aber man braucht dafür Holz und das ist das, was wir das eigentlich sammeln müssen nicht. Für unser Feuer. Dann, 2 Holz los. Sogar. Gut. Eine Person und 2 Holz. Moin. Okay. Gut. Okay. Gut. Das haben wir. Dann kriegst du ein Moralplättchen. Weil unsere Moral ist ja jetzt super, weil das Lager so schön aufgeräumt ist. Mein Mikro? Das ist hops gegangen. Gut. Wenn hier Mikros repariert werden, schauen wir mal. Die Moralphase. Genau, die haben wir jetzt schon durchgeführt. Peter hat ja sein Moralplättchen bekommen. Ja, stimmt. Und dann können wir direkt mit der Produktionsphase weitermachen. Ja, das heißt, wir bekommen automatisch einen Fisch und ein Holz. Genau. Das ist ja wunderbar. Zusammen mit dem Zwieback, den wir noch aus der letzten Runde haben. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Ja, schon mal 2 Nahrung haben wir. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ich hoffe, ich bin wieder drin. Mir ist gerade der Saft ausgegangen.
Ja, wir haben inzwischen schon mal wir könnten jetzt das Land abgegrast, auf dem wir sitzen. Das heißt, wir sind jetzt wieder in der Aktionsphase. Genau, wir könnten überlegen, ob wir jetzt am Anfang der Aktionsphase noch hier das erste Holz platzieren. Das ist gut, genau. Vor der Aktionsphase einer Runde die am weitesten links liegende Spalte mit noch freien Feldern mit Holz befüllen. Das sollten wir jetzt auch machen, weil wir können ja immer nur eine Spalte füllen. Ja. Okay, das heißt, wir nehmen hier ein Holz runter. Yep. Das ist weg. Und dann... Wir haben auch eckiges Holz da. Das ja, können natürlich wir auch eckiges Holz für das Szenario da. Dankeschön, Hanna. Dann haben wir zumindest schon mal das erste von 15 Hölzern gesammelt. Yes! Okay. Kleiner Applaus bitte. Super. Danke. So, das ist gut. Das machen wir vor der Aktionsphase. Und jetzt beginnt die Aktionsphase. Genau. Und jetzt können wir Sachen machen. Und kann man die Karte eigentlich schon machen? Ich brauche die Karte. Nein, da brauchen wir einen Fluss für. Müssen wir erstmal weiter forschen. Haben wir noch keinen Fluss? Nee, wir haben noch keinen Fluss. Nee, nee. Aber wir haben ja jetzt auch unseren Hilfsforscher. Den können wir natürlich auch mitnehmen. Stimmt. Oh ja, das ist richtig gut. Den hatten wir dauerhaft, oder? Ja. Oh, Hanna. Ja, auch den Pilger, darf ich nicht vergessen. Oh, stimmt. Genau, hätten wir eben... Dann hätte ich nicht unbedingt leiden müssen. Richtig. Na gut. Nee, wir sind neu auf der Insel, wir sind noch nicht so erfahren im Gestrandetsein. So ist das halt. Pilger haben wir am Strand vergessen. Richtig. Genau, der kommt jetzt aber, jetzt ist er wieder bei uns. Was? Ich glaube... Ja, viele Möglichkeiten, ne? Was machen wir denn alles? Ja, komm, ein bisschen weiter erforschen. Wir könnten einen Topf bauen, da kann man Nahrung ausgeben, um Leben zurückzugewinnen. Das ist auch immer ganz nett. Ja. Dann, bevor das verfällt. Ja, das ist auch ganz gut. Ein Ziegel kann man auch bauen. Ja, wir brauchen halt auch Holz. Wie viel kostet der Unterstand? Ja. Der kostet 3 Holz oder 2 Felle, weil wir zu dritt spielen. Richtig viel, ja. Nochmal ein bisschen erforschen. Mehr entdecken. Ja, ein bisschen mehr entdecken. Wir haben auch den zusätzlichen Stein, den können wir ja immer nutzen. Ich würde mal sagen, hier... Ja, das mache ich mal. Ich bin der Forscher. Mhm. Ich schnapp mir unseren neuen Gefährten. Nein, eigentlich ist es ein Kompass und gehe mal erforschen. Mhm. Was macht ihr so? Ich überlege gerade, ob wir unser zweites Holz hier für Waffen einsetzen sollten, damit wir zumindest mal ein bisschen Waffenstärke haben. Ja... Oder der Unterstand, der kostet uns halt auch, aber den können wir noch, Ja, oder wir gehen mal noch ein bisschen sammeln. Also, wir haben ja hier noch ein Landschaftsteil, wo wir Fisch und Holz sammeln können. Das brauchen wir ja beides. Ja, ja. Deswegen, das ist auch nicht, aber wir haben ja auch noch ein paar. Ich hole mir noch ein bisschen Moral, so. Okay. Ich hole mir noch ein bisschen Moral. Na gut. Moral ist gut. Was kann man tolle Sachen machen. Ich denke, ich würde mal sammeln gehen. Jetzt ist die Frage. Also ich persönlich muss ja zugeben, ich bin Fan von diesen Fragezeichenkarten. Ich bin noch nicht so im Spiel angekommen, dass ich weiß, dass die meistens nicht unbedingt gut sind. Nee, meistens sind die aber schlecht. Ich liebe diese Ereigniskarten in Spielen, wenn man nicht weiß, was drunter ist. Das hat für mich diesen so einen Wundertüten-Faktor. Aber, okay. Also du möchtest gerne würfeln, höre ich da. Ja, ich weiß nicht. Ich muss mich dazu überwinden, das vielleicht nicht unbedingt zu tun. Können wir denn meinen Spielstein, meinen zweiten, anders besser einsetzen? So ja, was wir natürlich auch machen können, ist auf dem benachbarten Inselteil jetzt auch nochmal sammeln. Ja, genau. Das hatten wir ja überlegt. Ich überlege nur gerade, ob ich zwei oder einen hinsetze. Und überlege, ob mein zweiter sich irgendwo anders sinnvoll... Ja, mit dem Pilger können wir auch nochmal einen Würfelwurf wiederholen, falls das nicht klappt. Ja, komm, no risk, no fun. Meine Liebe zu den letzten Worten. Auf Fisch oder auf Holz? Tja, das muss ich das jetzt sofort entscheiden. Das musst du entscheiden, ja. Tja, ist jetzt echt ein hartes Los. Holz. Ja, wenn man nichts essen, na gut, verliert man zwei Leben. Ja, es ist beides wirklich überlegen. Sonst würfel ich auf das andere und dann ist auch. Oder beides haben. Ja, du hast ja noch zwei Spielsteine. Ich kann auch sicher irgendwas holen, das geht auch. Und da unten brauchen wir zwei Holz, das können wir jetzt eh noch nicht machen. Ja, weil wir die noch nicht haben, um da die Brücke zu bauen, damit wir das Inselteil zurückziehen. Ja, komm, dann würfel ich auf Fisch. Okay. Ja. Und du dann alles klar. Soll ich dann sicher Holz holen? Oder? Ja, wir brauchen Holz. Holz ist schon Holz gut, ist bei uns, genau. Das kann man nicht weiter, ja. Genau. Okay, so, dann haben wir alle... Ich habe noch einen. Ich überlege, ob wir mal bauen. Bauen fände ich auch super. Also ich meine, so eine Schaufel oder so, das wäre schon Ziegel.
Waffen. Einfach mal so was zu haben oder Waffen. Waffen. Hey, brauchen halt wieder Holz und Holz braucht man halt für das Signalfeuer. Aber ohne Waffen können wir keine Tiere jagen später. Und mit Tieren kriegt man gut Essen und Fell, womit man dann auch hier ausbauen kann. Ich bin sehr zwiegespalten. Was denkt ihr denn? Also okay, was haben wir jetzt zur Auswahl? Etwas bauen, zum Beispiel einen Topf oder eine Schaufel oder sowas? Oder... Oder... Ja, nochmal entdecken, aber... Oder nochmal entdecken. Wer jetzt erst später dazu gekommen ist, wir spielen Robinson Crusoe, ein kooperatives Brettspiel. Wir sind hier, wir, Nadine, Hannah und ich, auf einer einsamen Insel gestrandet und versuchen zu überleben. Das tun wir, indem wir Holz sammeln, um ein großes Leuchtfeuer zu errichten und auf uns aufmerksam zu machen. So, und wir können verschiedene Sachen machen, die Insel erkunden, Gegenstände bauen, einen Unterstand bauen, jagen gehen und. Und wir versuchen uns hier gerade durchzuschlagen. Ja, und ich überlege gerade, was ich baue. Also ich habe mir gedacht, ich möchte etwas bauen. Jetzt okay, ist die Frage. Das ist ja schon mal ein Anfang. Topf. Ziegel bringt uns noch nichts, weil wir noch keinen Unterstand haben, ne? Das stimmt, ja. Das ist nicht so gut. Ja, nee. Vielleicht die Schaufel. Ja, mach doch die Schaufel. Die brauchen wir bestimmt für irgendwas noch. Ja, für Ereigniskarten. Mal gucken, ob ich überhaupt bauen kann. Ich muss mich ja erstmal hinsetzen. Ja, absolut. Das stimmt. Muss ja dann würfeln. Okay. Cool. Dann haben wir jetzt alle Aktionssteine verteilt. Fangen wir links an. Da beim Jagen ist niemand. Dann ist aber schon Bauen das Erste, was passiert. Genau. Dann würfeln mal, ob das klappt. Schauen wir mal. Der brennt. Der brennt. Der hat auf der Kante gebrannt. Der lag an der Kante, ja. Stimmt. Er hat auf jeden Fall gebrannt, der Würfel. Ich würfel nochmal, ne? Sind wir uns aber es ist ja auch nicht der Würfel, der entscheidet, ob es klappt, oder? Nein, das war der Fragezeichenwürfel. Perfekt. Wir wollen nicht nochmal würfeln. Wir lassen es, wie es ist. Es klappt auf jeden Fall nicht, aber du bekommst zwei von den Entschlossenheitsmarkern. Dann kannst du bestimmt gleich Steinsuppe kochen oder sowas. Ja, ich habe auf jeden Fall. Muss ich gleich mal gucken. Kann ich richtig viele tolle Sachen machen. Gut, aber es hat nicht geklappt. Wir können leider nichts bauen. Die Stein zurück. Genau, bauen hat nicht geklappt. Keine Schaufel. Schade. Ich glaube, genau. So, dann als nächstes. Gehen wir sammeln. Geht ihr sammeln. Und zwar einmal sicher gibt es ein Holz. Genau. Das kommt hier oben hin. Das brauchen wir. Und dann müssen wir einmal würfeln, ob wir Fische fangen. Genau, wieder ich. Juhu. Richtig. Weil das eben so aber mit hat. Den grauen Würfeln diesmal. Go. Ja! Es klappt. Perfekt. Guck mal, besser jetzt nicht laufen können. Perfekt. Ideal. Ein perfekter Wurf. Die Aktion klappt und hier ist nichts Schlimmes, keine Wunde und sowas drauf gewesen. Perfekt. Supiduppi. Und wir kriegen noch einen Fisch. Kriegen noch einen Fisch dazu. Klasse. Kommt hier unten hin? Oben hin? Oben, ja. Genau. Das heißt, wir sind schon mal Wir sind versorgt für die Runde. Und wir haben ja ansonsten, dürfen wir nicht vergessen, wir haben ja noch den Zwieback hier von Anfang an. Das sind zweimal Nahrung. Ist auch nicht schlecht. Und wir können uns heilen. Und wir können Würfel wiederholen. Hier kommen schon die Profi-Tipps. Beim Bauen sollte man immer auf Nummer sicher gehen. Ja, das werden wir vielleicht das nächste Mal auch machen. Es gibt halt so viele Sachen, die man Wir haben den Pilger wieder vergessen, Würfel zu wiederholen. Wir brauchen irgendjemanden im Chat, der uns jede Runde an den Pilger erinnert, dass wir einen Würfelwurf wiederholen können. Ich bin schon wieder zurückgeblieben hinter der Gruppe. Genau, richtig. Der liegt noch am Strand. Echt unglaublich. Wir müssen uns konzentrieren. Fokus. Okay. Dann erforschen. Ja. Und zwar einmal ein Inselteil aufdecken. Das gelingt, aber ich muss trotzdem eine Karte ziehen, weil weil da der Marker ja noch drauf ist. Was haben wir denn gefunden? Ein Fluss. Wir haben einen Fluss gefunden. Yes! Mit dem Fluss kann ich später die Karte bauen. Die ist mega gut, dann kriegen wir noch einen zum Erforschen. Stimmt. Und du kannst deine Abkürzung bauen. Das ist auch dann gut. Dann können wir nochmal produzieren. Das ist richtig gut. Das spart uns sehr viel. Das ist den das. Damm können wir auch bauen. Einen Damm können wir später bauen. Aber da brauchen wir wieder Holz. Das ist nicht gut. Ja. Okay, jetzt können wir noch Damm und Holz später bauen. Und jetzt können wir noch einen Teil aufdecken hier. Mhm. Gucken wir, was da drunter ist. Was ist das? Au, Gewürze. Das heißt, wenn wir einen Topf haben, noch nicht, dann können wir unsere Moral verbessern. Wir haben Gewürze gefunden. Irgendjemand hat irgendwo mitten in der Insel Gewürze vergessen. Klar. Warst du schon mal hier Koch? Köchin? Weiß ich nicht mehr. Ich überlege. Es kommt mir alles so bekannt vor. Echt gut. Okay. Und eine Karte muss ich noch ziehen. Kadaver. Das klingt vielversprechend. Das klingt wirklich gut. Kadaver. Entscheide. Wirf diese Karte ab. Dann heißt, es passiert nichts. Oder nimm zwei Nahrung und ein Fell. Misch diese Karte dann in den Ereignisstapel. Du hast eine tote Ziege gefunden, kannst aber nicht feststellen, woran sie gestorben ist. Wenn wir später diese Karte dann nochmal ziehen, die Ziege starb wohl an einer Krankheit und jetzt habt ihr Durchfall. Fantastisch.
Jeder Spieler erleidet einen Schaden, zieht dann noch eine Karte. Ich finde aber Fell unglaublich wichtig jetzt. Aber das Essen verfällt ja auch. Also, ja. Kannst du mit deinen Fähigkeiten Nahrung dauerhaft machen? Na, Moment, ich muss mir das mal genau angucken. Omas Rezept? Nein. Kann ich nicht. Echt nicht? Nee, kann ich nicht. Schade. Ich kann Steinsuppe kochen. Ich hätte gerne das Fell, das ist echt cool. Damit können wir uns irgendwie einen Unterstand bauen und sowas halt. Aber gut, wenn da Nahrung verfällt, das ist mehr als ärgerlich. Und dann noch die Krankheit von der Ziege, also ist irgendwie... Ach komm, ein bisschen Durchfall auf der Insel. Was? Davon bin ich ausgegangen. Die Ziege schmeckt irgendwie komisch. Du solltest die vielleicht kochen. Ah. Okay, wir werfen diese Karte ab. Offenbar sind meine Mitspielerinnen hier nicht so risikofreundlich wie ich. Nee. Ich bin nur Fan davon, Karten zu ziehen. Aber dann kommen wir sie ab. Ich will nur gucken, was drunter ist. Okay, da passiert also sonst nichts. Und dann habe ich hier noch einen Stein hingelegt, einen Aktionsstein. Der kommt wieder zurück auf den Kompass. Soll ich den Kompass auch noch verwalten? Kannst du gerne machen, ja. Und da verbessere ich die Moral um 1, oder? Genau, die habe ich schon weitergeschoben. Okay. Und du kriegst noch deine Moralplättchen hier. Perfekt. Super. Läuft echt ganz gut. Bis auf, dass wir noch keinen Unterschlupf und so haben, aber... Das macht nichts. Also nächste Runde haben wir Möglichkeiten, Dinge zu tun. Wir haben Holz und wir müssen ein bisschen was bauen. Und ich glaube, das verschafft uns dann einen Vorsprung auf jeden Fall, dass wir nicht immer hinterher hecheln, Nahrung und sowas. Das stimmt. Okay, das war schon diese Runde. Fast. Genau. Wetterphase überspringen wir nochmal. Jetzt müssen wir, kommen wir in die Nachtphase, jetzt müssen wir essen. Mm. Okay. Jetzt geht's dir Knäckebrot. Ja, wir haben drei Nahrung, wir sind drei Überlebende hier. Das heißt, wir essen zwei Fische, wir essen ein Knäckebrot. Damit ist unsere gesamte Nahrung aufgebraucht, die wir haben. Aber wir kommen satt. Immerhin. Ja. Durch den Tag. Und... Ja, Lager haben wir leider immer noch. Immer noch kein Lager, das heißt, wir verlieren wieder einen Lebenspunkt. Das ist fantastisch. Hätten wir mal das Bett gebaut. Ja, aber drei Holz kostet ein Lager. Das ist halt auch echt. Das ist teuer. Das ist richtig viel, ja. Wenn wir nur zu zweit? Das Problem ist, jetzt in der kommenden Runde, jetzt kommt die dritte Runde, können wir es ja auch noch nicht bauen. Doch. Ja, wenn wir das Holz nicht abgeben, dann können wir es vielleicht bauen. Ja, weil dann bekommen wir noch eins durch vor der Sammelphase. Ja, dann können wir überlegen. Okay, erstmal ein Ereignis. Erstmal da unten rotiert was raus. Genau. Kannst du einmal die blaue Karte unten rausschieben? Die hatten wir ja auch erledigt. Was haben wir denn für eine Frage? Die Sachen, die aus der Erweiterung stammen? Genau. Es gibt ja verschiedene Elemente in der Erweiterung und man kann sich überlegen, was man davon ins Spiel nehmen möchte. Das können kleine kosmetische Veränderungen sein, wie dass hier die Aktionsspielsterne, die man einsetzt, noch Aufkleber eben haben. Oder dass die ganzen Ressourcen nicht einfach nur farbige Holzklötze sind, sondern dass sie dann auch entsprechend gestaltet sind. Das heißt, Fell sieht auch aus wie ein Fell, darauf der Nahrung ist eben hier ein Toastbrot. Wir haben Fische, wir haben Bananen, wir haben Papageien. Wir haben aber auch verschiedene andere neue Karten für den Jagdstapel, die mit reinkommen, neue Ereigniskarten. Genau. Neue Entdeckungsplättchen. Wir haben hier Ausbauten für unseren Unterschlupf. Wenn wir irgendwann mal einen haben, dann können wir die auch prinzipiell nutzen. Der Pilger ist aus der Erweiterung. Neue Szenarien gibt es in der Erweiterung. Es ist also eine bunte Mischung aus Materialien, die die Kartenstapel des Grundspiels erweitern und neue Karten reinbringen, neue Szenarien. Aber auch eben, wie gesagt, optische Verbesserung. Es ist einfach mehr. Man kann dann selber entscheiden, was man dann gerade in der Partie mit reinnehmen möchte. Ob es ein neues Szenario ist oder ob es einfach nur ein paar neue Karten für den Jagdstapel sind. Genau. Und es ist insgesamt eine ganze Menge drin. Lohnt sich auf jeden Fall. Die Klötze in meinem Spiel nicht würdig. Richtig. Ja. Jetzt haben wir hier auch Fische, Papageien, Bananen und so weiter und so fort. Und das sieht viel cooler aus für so ein Survival-Game. Okay. Schauen wir mal, ob wir surviven. Ja, komm, wir müssen eine Ereigniskarte ziehen. Ganz genau. Ja, kommt was Gutes. Schauen wir mal. Monsun. Gefräßiges Rudel. Toll. Und das klingt viel besser. Wir sind in der dritten Runde jetzt. Du musst aber den Startspielern noch weitergeben. Ja. Die Startspielerin findet so kleinlich. Das gefräßige Rudel. Entweder bekämpft ihr die Tiere oder ihr müsst eure Nahrungsquellen mit ihnen teilen. Nee. Die eurem Lager am nächsten gelegene Papageienquelle, wir haben keine, ist erschöpft. Ist keine F verfügbar, erleidet jeder Charakter einen Schaden. Ja, so ist das hier immer im Spiel. Wenn man etwas nicht machen kann, wenn man etwas abgeben soll,
dann bekommt man stattdessen Schaden. Mhm. Und ja, ich gebe dir recht, es kann frustrierend sein, wenn man halt verliert, weil die Würfel einfach nicht, einem nicht gewogen sind oder man immer schlechte Ereigniskarten zieht. Ich finde es halt im kooperativen Spiel gut, wenn man gewinnt oder verliert. Hauptsache beides ist einigermaßen knapp. Das finde ich, dann verliere ich auch gerne. Also wenn es dann am Ende knapp ist und es klappt halt dann doch nicht, dann ist es okay. Hauptsache es ist irgendwie spannend. Manchmal hat man auch mal so eine Partie, das passiert halt auch durch die Würfelwürfe und durch die Karten. Da verliert man einfach ohne eine Chance. Und manchmal hat man das Gefühl, ach, ist ja gar nicht so schwierig eigentlich. Mhm. Das kann passieren, je nachdem. Das sind ja Glückselemente auch mit drin, mit den Würfelwürfen und mit den Karten. Kann mal so sein. Aber mir ist es insgesamt lieber, wenn es zu schwer scheint, als zu einfach bei einem Korbspiel. Ja. ich gewinne schon mal ganz gerne ab und an. Ich bin diejenige, die Spirit Island gerne öfter spielt, aber immer auf leichtester Stufe, also was soll ich sagen. aber ich gebe dir recht, wenn man jedes Szenario einfach durchzockt und mal, dann ist es natürlich auch nicht befriedigend. Da haben wir richtig Nervenkitzel, ob wir es schaffen werden. Ja, ja. Aber wir können auch noch um unsere Nahrung kämpfen, gleich später. Top-down, auf jeden Fall. Wir bekommen irgendwann nächstes Jahr ein neues Studio und spätestens dann werden wir verschiedene Kameraperspektiven haben. So kann man schon mal ein bisschen was sehen. Wer jetzt noch kurzfristig dazugekommen ist, das ist die Insel, auf der wir gerade sind. Wir haben schon ein paar Inselteile entdeckt. Das sind Gegenstände, die wir bauen können. Messer, Feuer, Heilmittel, Seil, Topf und so weiter. Die helfen uns langfristig im Spiel. Hier oben können wir einen Unterstand bauen. Wir können ein Dach bauen, das schützt uns vor dem Wetter. Wir können Palisaden bauen, schützen uns vor wilden Tieren. Wir können hier unsere Waffenstärke erhöhen. Die benötigen wir dann für die Jagd auf Tiere. Was können wir noch machen? Ereigniskarten gibt es da unten noch. Wir können unsere Moral, das ist die Moralleiste, können wir erhöhen. Wir können Lebenspunkte zurückgewinnen. Also wir haben ja viele Möglichkeiten auf dem Brett. Und man kann nicht alles machen. Wir müssen uns immer absprechen und überlegen, was wir gemeinsam hier tun wollen. Unser Ziel ist es, Holz zu sammeln und sehr viel Holz, damit wir ein Leuchtfeuer entzünden können, um gerettet zu werden. So, was machen wir denn? Ich lege erstmal die Karte hier vorne hin. Das heißt, wir können im Laufe dieser oder der nächsten Runde noch um unsere Nahrung kämpfen. Stimmt, was müssen wir denn da? Das können wir noch später machen. Genau, diese oder nächste Runde können wir das als Aktion machen. Wenn wir Waffenstärke haben. Ansonsten passiert was Schlechtes. Ja, genau. Das hier ist mal so eine Ereigniskarte, wie sie uns jetzt gerade eben passiert ist. Hier hat man meistens etwas, was gerade passiert. Und hier steht etwas, was man später machen muss. Ansonsten, wenn man das nicht tut, dann passieren hier unten immer schlimme Dinge halt. Und das ist echt nicht gut. Nee, so gar nicht. Aber wir haben natürlich auch noch überhaupt keinen Waffenstärke. Nee, wir brauchen zwei. Und da braucht man auch wieder Holz. Das ist knackig. Okay, dann sollten wir vielleicht doch diese Runde. Du hast es ja letzte Runde schon vorgeschlagen, dass wir unsere Waffenstärke mal erhöhen. Als Soldatin ist das ja auch, also da lege ich schon Wert drauf. Dass ein bisschen gekämpft wird. Alles klar. Gut, also erstmal kommt hier die Moralphase. Das ist mir deswegen besonders wichtig, da ich ja Startspielerin bin und hier zwei Moral verteilt werden. Boah, du sammelst da ganz schön. Richtig viel. Ich habe 6 Moral. Ich bin richtig, richtig gut drauf. Ich bin richtig gut. So. Bist du hier Truppe? Also ich könnte jetzt zum Beispiel später 3 von meinen 6 Blättchen abwerfen für eine Nahrung. Das können wir uns dann... Wie viel? 3 für eine Nahrung? Das ist gut. Ja, ist auf jeden Fall gut. Ansonsten die anderen Sachen sind jetzt, glaube ich, gerade nicht so. Also dann können wir vielleicht mehr Holz sammeln und müssen uns nicht so auf die Nahrung konzentrieren. Ja. Vielleicht machen wir mal so eine richtige Holzrunde. Und essen noch ein bisschen Zwieback gleich. Und essen noch ein bisschen Zwieback. Wir haben noch 2 Startgegenstände von Anfang an, die mit uns an den Strand gespült wurden. Zwieback, also Nahrung und eine Rumflasche für die Lebenspunkte halt. Vielleicht essen wir einfach mal, bereiten was von dir zu, essen hier und konzentrieren uns mal komplett auf Holz, um einen Unterstand zu kriegen und hier nochmal 2 reinzulegen, oder? Oder gegebenenfalls und, Waffenstärke. Ja. Machen wir. Das machen wir. Ich würde zumindest... Was? Messer? Das geht noch nicht, weil wir erst die Berge entdecken müssen. Das haben wir bisher noch nicht. Das wäre natürlich noch, schön, aber... Ich gehe einmal erforschen, weil wir haben ja einen zusätzlichen Spielstein, mit dem wir erforschen können. Der kann das aber nicht alleine und den sollten wir aber trotzdem immer nutzen. Und ich könnte dann nämlich das hier machen. Für 2 Marker kann ich 3 Inselteile zielen. Wir suchen uns 1 davon aus. Oder? Das klingt ganz gut, ja. Machen wir das hier hin, oder? Mhm. Ja. Okay. Okay, ich gehe einmal ein bisschen erforschen. Ich bin ja auch der Forscher. Da kommt noch die Frage, ob es schon ein Dach gibt. Es gibt noch kein Dach, wir haben noch nicht mal einen Unterschlupf. Nee. Und den müssten wir zuerst bauen. Ja, genau. Weit weg vom Dach. Aber wir sind auch erst in der 3. Runde und ab der 4. Runde wird der Wetterwürfel gewürfelt. Also dann sollten wir prinzipiell also Zukunftsproblem. Nee, zum Glück ist das kooperativ. Das heißt, also es ist so schon schwer genug. Wir spielen hier zusammen und sind überlebende Schiffbrüchige.
Überlebende auf einer einsamen Insel, wir müssen zusammenarbeiten. Also wenn wir jetzt noch gegeneinander agieren müssten, dann... Das ist übrigens das ist meine Nahrung. Nee, zusammen. Zusammen. So, also ich gehe einmal erforschen. Mhm. Das ist gut. Mal gucken, was wir hier... Wir hatten ja noch die Karte aus der vorherigen Runde. Die können wir in dieser Runde noch erfüllen. Ja, so wieder total damit, vergessen. Genau, könnten wir das verloren gegangene Teil... Darf ich da nochmal drunter gucken, was das war? Ja, da gehe ich hier klar. Gras, na gut. Könnten wir damit wieder zugänglich machen? Mussten allerdings eine Person hinschicken und zwei Holz ausgehen. Das natürlich weiß also nicht, zwei. Also unser ganzes Holz. Ich würde auf das Inselteil echt verzichten. Ich finde, zwei Holz ist viel zu teuer. Das brauchen wir für den Unterstand, fürs Dach und für unser Lagerfeuer. Ja, ich sehe das auch so. Haben wir eigentlich produziert in der Produktionsphase? Das ist ein guter Wir haben gar kein Essen hier liegen. Das ist ein guter Punkt. Guter Punkt. Du hast, ich nehme mal meine Spielsteine kurz zurück. Wir drehen die Zeit zurück. Wir sind natürlich in der Produktionsphase und bekommen einen Fisch und ein Holz. Fisch und ein Holz. Das sieht doch gleich besser aus. Das sieht super aus. Viel besser. Das ist gut. Und jetzt gehe ich mal erforschen. Mhm. Was macht ihr so? Bauen. Bauen, aber diesmal, also der Chat hat ja schon geraten, wir müssen beide sicher bauen. Mhm. Aber was bauen wir dann? Die Stärke? Ja. Ja. Ich mach das einfach mal dann. Okay. Ich würde auch gerne bauen. Ich würde die Karte bauen. Mhm. Die ist jetzt, da wir schon so einen Kompass haben, der uns so einen Spielstein gibt. Ich weiß nicht, wie gut sie gerade ist. Aber was ich dann dadurch bauen kann, das ist halt mega eine Abkürzung. Ja. Damit können wir noch automatisch pro Runde noch ein Holz oder eine Nahrung bekommen, jede Runde ab sofort bis zum Ende des Spiels. Ich gehe auch mal bauen. Alleine bauen ist doof, aber... Ja, wir haben noch den Pilger. Du darfst noch mal würfeln. Ja. Wir haben schon drei Holz gesammelt. Ja, leider nicht ganz. Also wir haben drei Holz gesammelt, allerdings nur haben wir die noch nicht verbaut. Genau. Noch nicht die aufgeschichtet, um das Feuer zu entzünden. Da ist ein kleines Holz liegen. Genau, da liegt erst die ganz... Das heißt, wir könnten auch den Unter... Wir haben vergessen natürlich, das ist vor der Aktionsphase, jetzt hier was reinzulegen. Ja, sehr gut. Wir könnten aber natürlich auch jetzt einen Unterstand... Soll ich lieber einen Unterstand bauen? Aber dann kann ich auch keine Waffen bauen. Also. Okay, jetzt müssen wir uns entscheiden. Andererseits wäre das Dach auch schon gut nächste Runde. Ja, Waffenstärke oder Unterstand? Wenn wir den Unterstand bauen, dann ist unser Lager da fix, ne? Wir können zwar noch weiterziehen, aber dann verlieren wir den Unterstand und müssen ihn nochmal bauen. Den Unterstand verlieren wir nicht, aber wenn wir weiter ausbauen mit einem Dach zum Beispiel. Das Dach verlieren wir. Genau. Ich finde, ein Unterschlupf, der kostet halt jede Runde einen Lebenspunkt, wenn wir den nicht haben. Das stimmt. Ich weiß, dass Waffenstärke... Und wenn es demnächst anfängt zu regnen und zu schneien, dann müssen wir teilweise auch noch Holz und Essen abgeben. Also Unterstand. Okay, Snapshot, Unterstand. Okay. Klingt ziemlich kompliziert. Sowas ist voll mein Ding. Ja, Dito, auch genau mein Ding. Aber ja, es ist nicht kompliziert, aber es ist komplex. Also die Spielregel hat insgesamt 40 Seiten, wobei viele die Szenarien erklären und Sonderfälle, aber die eigentlichen Kernregeln sind, glaube ich, 20 Seiten. Mhm. Ja. Und die sind schon randvoll mit Infos. Also das ist schon... Das ist nicht für Neulinge, aber man kommt schon gut rein. Dadurch, dass man auch zusammenspielt, ist gut. Das ist kann gut, man sich immer so gegenseitig ein bisschen helfen und ist nicht gleich so ganz abgeschlagen. Okay, komm, Unterstand. Ja, der Chat ist auch für Unterstand. Also von daher. Ich mache das alleine und würfel ansonsten nochmal oder machen wir das sicher? Wir können das auch sicher machen, weil ich kann ja dann keine Waffen machen und dann... Und wie kommst du zu mir? Hilfst du mir? Oder hast du was anderes vor? Ja, nee, wir können tatsächlich ja sonst nichts bauen. Ja. Und kommt, irgendjemand zu mir zum Unterstand? Oder was? Und wir müssen kann dich unterstützen. Okay. Und dann müssen wir noch ein bisschen sammeln, oder? Ja, also Hanna hat ja jetzt noch einen Stein. Ich habe noch zwei, also ich glaube, da kann man noch mal ganz gut. Oder du brauchst jetzt nicht, Hanna? Nee, das geht ja nicht. Wir brauchen ja schon drei Holz für unseren Unterschlupf. Du wolltest Waffenstärke? Genau. Okay, ich dachte, du wolltest hier was. Wir brauchen überall Holz. Ich dachte, du wolltest da unten was bauen. Ich würde sagen, entweder sammeln oder wir bauen halt hier noch etwas dieser anderen Gegenstände. Ja. Alles auch nicht schlecht. Oder, naja, aber ist noch nicht so wichtig. Wir könnten uns natürlich auch noch mal ein bisschen heilen. Oder wir entdecken. Ach, es gibt so viel zu tun. Was könnte man denn bauen? Ich glaube, ich würfel mal noch auf Holz. Holz ist einfach wichtig, dieses Szenario. Ja, Tatsache. Und Nadine, was machst du? Ich hab noch beide. Noch nicht. Komm, dann würfel ich auf den Fisch. Oder soll ich sicher machen? Haben wir zwei, dann müssen wir nur eins. Sicher Holz? Wir wollten Hanna doch jetzt, stimmt, essen. Wir haben ja den Fisch und du kannst was abwerfen für genau, Nahrung. Und wir haben auch noch den Zwieback. Also gut, dann. Wir müssen Holz sammeln diese Runde. Dann mache ich Holz. So. Okay. Okay, wir haben uns entschieden. Schwer.
Ein sehr schönes Spiel, absolut. Absolut super immersiv. Man hat wirklich das Gefühl, hier ums nackte Überleben zu kämpfen. Immer Mangelentscheidungen eigentlich, die man trifft. Ne? Ja, ja. Es ist nie so, dass man was bekommt, sondern gefühlt bekommt man etwas anderes nicht. So, das, okay. Wir haben unsere Aktionsspielsteine eingesetzt. Das heißt, wir fangen mal an. Da vorne machen wir nichts bei den, bei den Karten. Jagen sind wir gerade, auf der Jagd sind wir gerade nicht. Gebaut wird hier oben und zwar ganz sicher ein Unterstand. Yes! Dann dürfen wir hier unser Plättchen umdrehen. Oh. Haben zumindest so ein Zelt. Schlafen etwas besser die Nacht. Sehr gut. Okay, wir haben einen Unterstand, das ist sehr gut. Wir haben einen Unterstand. Hey. Okay. Danke. Dann, genau, gebaut haben wir soweit alles. Sammeln. Dann sammeln wir Ressourcen. Ja, ich fange mal an. Mhm. Ich sammle ja ganz sicher ein Holz. Es fühlt sich so. Ich sammle ein Holz. Ja, genau. Oh. Und du würfelst. Ich würfel. Und wenn es nicht klappt, haben wir den Pilger. Nicht mal denken daran. Sieht gut aus. Aber perfekt. Es hat geklappt. Oh, perfekter Wurf. Perfekter Wurf. Das heißt, noch ein Holz? Noch ein Holz. Okay. Gut, und dann wird hier noch entdeckt. Ja, und zwar... Ah, du darfst mehrere, ne? Ja, ich glaube, ich mache das mal. Mhm. Ich kann zwei von meinen Entschlossenheitsmarkern, das ist eine besondere Ressource, die man im Spiel hat, um die eigenen Fähigkeiten einsetzen zu können. Wir haben ja hier dann einen verschiedenen Charakter. Nadine ist Köchin, Hanna ist Soldatin, ich bin Forscher und wir haben alle unterschiedliche Fähigkeiten. Und mit diesen Markern können wir die aktivieren. Und ich setze jetzt eine ein, die Aufklärung, wirft zwei von diesen Markern ab, ziehe die obersten drei Inselteile vom Stapel, siehst du dir an und lege einen an die Insel eben an und die anderen kommen unter den Stapel zurück. Mhm. Schauen wir mal, was wir haben. Ui. Da mache ich viele Entdeckungsplättchen und ein Tier. Ein Tier für den Jahrstapel, drei Entdeckungsplättchen und ein Fisch. Fluss haben wir aber schon. Mhm. Das ist eine... Oh. Wiese. Das ist gut. Auch. Wiese haben wir noch nicht, ne? Nee. Das mussten wir ja wieder umdrehen. Genau. Das haben wir. Und das sind einmal... Berge, das ist natürlich Holz, ist auch gut. Berge haben wir schon. Ja, das sind so Hügel. Mehr so Hügel. Ja, Hügel, Entschuldigung. Genau, die haben wir nochmal anders aus. Dann nehmen wir doch hier die Ebene. Ja, das die ist gut. Weil da können wir Nahrung sammeln. Wir haben eine Tierkarte. Mhm. Ja, und kriegen drei Blättchen, das ist richtig gut. Und wir bekommen drei Blättchen. Dann legt das mal an, das kommt unter den Stapel zurück. Ich denke mal drei Plättchen. Drei Plättchen ist krass. Wir haben jetzt krasse Sachen gefunden. Ja. Und das waren vier. Schauen wir mal. Ein X. Noch nie hat irgendwo irgendwann ein X einen wichtigen Punkt markiert. Ein X heißt hier in diesem Spiel plus ein, das ist ein Degen, den wir gefunden haben. Das sieht hier so aus. Und je nach Szenario stehen diese Symbole für andere Dinge, die man finden kann. Das ist dann nicht immer gleich, sondern immer von dem Szenario abhängig. Und das ist in dem Fall ein Degen, den wir gefunden haben. Der gibt uns plus eins Kampfstärke. Das ist natürlich super. Haben wir aber sofort noch nicht, oder? In dieser Runde. Genau, das haben wir. Am Ende der Aktionsphase kriegen wir das. Dann einen Grog. Wir können zwei Entschlossenheitsmarker ausgeben, um einen Erfolg zu generieren. Auch nicht schlecht. Das ist richtig gut. Und wir haben Salz gefunden. Ja, perfekt. Ja, Salz. Juhu, Salz. Ja, ich bin Rachel. Hallo. Das weiße Gold sagt man ja auch. Das ist sehr wichtig. Wir können mit Salz können wir zwei Nahrungen in eine dauerhafte Nahrung umwandeln. Also das ist, Fleischpökeln hier oder sowas. Oder Fischsalzen hier. So ein Bananepökeln. Pökeln. Aber 2 zu 1 natürlich auch. Papagei. Aber wir müssen es ja nicht sofort einsetzen. Das ist ja für später. Genau. Ja. Gut. Ich habe nochmal diese Larven gefunden. Naja, egal. Wir sind zufrieden mit dem, was wir haben. Läuft bei euch? Ja, es ist ganz okay. Hervorragend. Hervorragend. Könnte nicht besser sein. Gut. Aber nächste Runde können wir richtig viel bauen, glaube ich. Es wird gut. Wir haben jetzt hier alles gemacht. Genau. Wir gehen in die Wetterphase. Das ist die letzte Runde ohne Wetterwürfel. Danach bekommen wir die ersten Probleme. Ja. Und genau. Dann müssen wir essen. Nachtphase. Essen. Und zwar, wir haben einen Fisch hier. Nadine, du isst schon. Ja, ich habe die Steinsuppe gekocht. Die gibt lecker. Uns eine Nahrung. Genau, eine Nahrung. Und dann nehmen wir nochmal einen Zwieback hier von unserer Startkarte runter. Das heißt, wir haben jetzt dreimal gegessen und bekommen keinen Schaden. Das ist cool. Ja, wir haben ja auch ein Lager, das heißt, wir müssen da auch kein Leben abgeben. Nö, das passt. Ja. Ich glaube, wir kommen in die nächste Runde. Perfekt. Vierte Runde. Es wird ungemütlicher. Da hinten kommen dunkle Wolken, ein Sturm zieht auf. Oh, oh. Wir haben aber schon ein Holz von 15 gesammelt. Kann ja nichts schief gehen. Wir können ja jetzt auch jederzeit die Plättchen hier einsetzen. Wollen wir den Degen dann vielleicht schon mal nutzen? Um die Kampfstärke auf 1 genau. zu... Ja. Sehr gut. Gute Idee. Wir sind gewappnet. Okay, wir haben einen Degen.
Die anderen Sachen bringen uns jetzt noch nicht. Da brauchen wir ja erst einen Topf für. Ja, dafür da brauchen wir Nahrung. Ja. Das mit den Markern ist ganz nett. Das finde ich cool. Ja. Ich meine, damit können wir sogar zweimal in einer Runde. Ja. Wobei es hier, da müssen wir nicht neu würfeln, sondern automatischer Erfolg. Genau, ja. Und wir können auch noch eine Wunde ignorieren. Also bei den Würfeln sind wir. Easy, wir laufen. Läuft gut. Okay, gut. So, gut. Ereigniskarte, die rotiert raus, was passiert denn Schlimmes? Wir haben eine Ereigniskarte dann jetzt nicht irgendwie aufgelöst. Das umgedrehte Inselteil kann für den Rest des Spiels nicht mehr betreten werden. Naja, gut, okay. Da hatten wir uns ja entschieden, das ist okay. Ja, das passt. Die andere rückt hier rüber und es gibt ein neues Ereignis, Gefahren im Wald. Das klingt ja nicht, das klingt doch harmlos. Klingt schön, ja. Das Gegenteil zu Living Forest von vorhin. Das Lager zu verlassen wird immer gefährlicher. Wird ein grünes Fragezeichen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall demnächst mal eine grüne Fragezeichenkarte aufdecken. So, und jetzt müssen wir noch einen zusätzlichen Marker auf das Aktionsfeld legen. Oder leiden Wunden. Genau, und dann ist es auch gut, dass wir den Degen hatten, weil wir vermutlich dann ein wildes Tier treffen im Wald. Ja. Also was passiert? Beim Erforschen. Und wenn wir keine Kampfkraft hätten, dann würden wir eine Wunde erleiden. Aber genau. Also immer wenn wir jetzt erforschen, dann... Beim nächsten Mal ist es wichtig, dass wir unsere eine Waffenstärke 1 reicht dann schon? Genau. Kampfstärke, okay. Genau, aber wir haben jetzt auch 2 Runden Zeit, um Jagd auf das Raubtier zu machen. Jawohl. Denn ansonsten erleidet jeder von uns einen Schaden. Das ist dann dein Job, Hannah. Was brauchst du dafür, um Jagd auf das Raubtier zu machen? Eine Person und unseren Degen. Perfekt. Perfekt, das heißt, wir sind schon quasi gewappnet. Kommt es dann zu einem Kampf, zu einem richtigen? Wird eine Tierkarte aufgedeckt? Ich glaube nicht, nee. Oh. Ich krieg nur ein Moralplättchen, also das ist... Es ist kein richtiger Kampf. Es ist mehr das Verhindern. Okay, sehr gut, sehr gut. Ja, weil unter dem... Ja, wir sind ja noch nicht auf der Jagd gewesen, es kommt hoffentlich noch. Da können alle möglichen Tiere drunter sein, von harmlosen Vögeln bis hin zu Tieren. Wir haben auch die Tierkarte entdeckt, da müssten wir noch Ein Stapel drüberlegen. Ja, genau. Vom Tierstapel kommt jetzt eine Karte auf den Jagdstapel. Das heißt, jetzt ab sofort können wir auf die Jagd gehen. Aber mit einem Degen, einer Waffe ist vielleicht auch nicht die beste Idee. Da kommt auch schon direkt ein Feedback zu SIP-Tüten und Inlays. Da gerne morgen Abend 20.15 Uhr einschalten. Da haben wir eine Talkrunde zu genau diesem Thema, beziehungsweise zu Spielmaterialien im Allgemeinen in Spielen. Und da freuen wir uns natürlich auch auf euer Feedback im Chat. So, Moral, Start, Spielerin bekommt 2 Marker. Haben wir den weitergegeben? Ja, ich habe mir den schon mal für dir genommen. Es ist die 4. Runde, also Jana hat angefangen. Genau, perfekt. Es passt. Gut, dann produzieren wir wieder einen Fisch und ein Holz. Fantastisch. Okay, wir bekommen automatisch, weil wir auf dem Feld unser Lager haben, immer einen Fisch und ein Holz. Das geschieht automatisch, dann müssen wir nicht sammeln gehen. Genau, und die haben wir auch sofort. Genau, und dann könnten wir auch überlegen, ob wir hier die 2. Reihe ausfüllen. Ja, doch. Ja, wir müssen da mal weiterkommen. Auch vielleicht? Mal rechnen, dass wir genug Runden haben. Wir nehmen jetzt 2 Hölzer aus unserem Vorrat und packen sie auf unseren Stapel. Und sind schon bei 3 jetzt. Bei 3 von 15 Holz, die wir. Die Tafel? Die Szenarientafel? Du meinst hier runter? Da unten. Da. Ah. Klar. Dann sehen wir auch nicht, wie das Wetter ist. Das tun wir einfach so, als ob es immer sonnig. Als hätten wir das übersehen. Genau. So. Gut. Gut. Dann können wir uns jetzt unsere Steine einsetzen. Sehr gut. Wunderbar. Toll, toll. Also ich habe... Also ich würde erstmal gegen das Tier da unten auf jeden Fall kämpfen. Ach, ich habe schon gedacht, du kämpfst richtig gegen das Tier. Du jagst quasi. Da ich mit unserem kleinen Degen. Wenn ich jetzt erforschen gehe, kann ich das ja mit der Stärke, ne? Wie geht die danach weg? Das steht Der geht weg, glaube ich. Genau, also außer die Karte sagt was anderes. Genau, bei der nächsten Aktion. Genau. Abgelegt wird das erst beim, wenn man Jagd auf das Raubtier macht, wirft das durch diese Karte platzierte Plättchen ab. Oder eben am Ende der übernächsten Runde werft durch dieses Karte platzierte Plättchen ab. Mhm. Aber das macht ja nichts, denn wir haben ja Ding. Okay. Und das mache ich ja auch, bevor du forschen gehst. Also das ist kein... Ich würde nochmal einfach, weil das Forschen gibt uns auch im besten Fall immer diese, oder oftmals diese Marker, die sind auch ganz gut, finde ich. Oder, also ich will auch auf jeden Fall, ich will bauen, glaube ich. Ich warte ja darauf, dass du die Karte baust, damit du deine Abkürzung Ich baue die Karte. Ja, da habe ich...
Tu es. Es dauert noch zwei Runden, bis ich das habe. Dann muss ich ja danach das bauen. Aber dann kriegen wir ein Holz mehr, nachdem du das alles gemacht hast. Ja, aber das ist genau, je früher, das summiert sich ja dann schon auf. Das stimmt, ja. Das ist eher langfristig angelegtes Spiel. Genau. Jeder Charakter hat auch einen besonderen Gegenstand, den nur er bauen kann oder sie bauen kann. Das ist bei mir eine Abkürzung. Dann kann ich noch ein Plättchen auf ein benachbartes, unser Lager angrenzendes Feld legen. Und dann bekommen wir immer dauerhaft eine Ressource von diesem Inselteil. Und das ist sehr gut, ohne dass wir da was machen müssen halt. Und vorher muss ich aber eine Karte erstellen, ist klar. Und dann kann ich, wenn ich die Karte habe, dann kann ich eine Abkürzung erfinden. Okay. Gut. Ja gut, also der Damm wäre auch nicht schlecht. Da würden wir zwei dauerhafte Nahrung bekommen. Das ist auch nicht so übel. Wir müssen aber auch ein Holz abgeben dafür. Wir müssen prinzipiell auch weiter entdecken, weil wir müssen ja die Berge noch entdecken, um das Feuer stimmt, überhaupt anzünden. Ja, wir haben noch diese Figur zum Entdecken. Ja. Dann würde ich jetzt mal... Mach du das doch mal. Ich mach das mal. Ich entdecke mal weiter hier so... Ne? Einfach mal entdecken gleich. Habe ich noch einen? Und danach geht's sammeln oder so wahrscheinlich. Ach so, du müsstest aber da unten... entdecken, weil sonst bist du zu weit vom Lager weg. Ja, genau, ja. Na, ich hab's versucht. Da geht es. Ja, genau. Gut. Dann, und jetzt müsst ihr noch sammeln gehen. Ja. Fleißig. Ja. Ich würfel dann einfach nochmal auf Holz. Das ist gar kein Problem, wir haben auch den Pilger. Stimmt. Und ja, wir können uns auch immer noch für 2 Marker auch in Erfolg kaufen, wenn es nicht klappt. Ich überlege, ob ich auf Nahrung würfel. Also ich meine, wir haben noch ein bisschen Zwieback, aber... Und einen Fisch. Wirklich, aber es ist, also wir können jetzt auch nicht jede Runde draufsetzen. Das ist so ein bisschen schwierig. Aber das ist halt die Idee, vielleicht jetzt das aufzubrauchen oder mal zu hungern, aber das Meer an Holz gibt uns den Unterschlupf. Und na gut, schon ihr seid die Profis. Klar. Profis. Also wenn es scheitert, dann, ne? Ich habe alle Folgen von Seven vs. Wild gesehen. Ich weiß, wie man überlebt auf dem Papier. Ich weiß es auf dem Papier. Okay, gut. Na gut, okay. Dann sammle ich auch mal Holz. Hier. Okay. Dann schauen wir mal. Da gut. Ich habe leider keine Da gibt es eh nichts außer Beeren und sowas, das kann ich jetzt schon sagen. Keine Holzsuppe auf meiner Karte stehen. Aber Bärensmoothie. Gut, dann fange ich mal mit meinem Kampf gegen das Tier hier unten an. Ja. Cool. Das Tier habe ich jetzt vertrieben. Und wir können auch diesen Marker da entfernen. Das kommt jetzt nicht weg. Okay, das hast du quasi automatisch geschafft. Wir mussten da nur hingehen. Und ich hier noch einen Entschlossenheitsmarker. Genau, das ist auch nicht schlecht. Weil wenn ich die drei jetzt abwerfe, dann kann ich prinzipiell auch unsere... Stärke hier erhöhen oder die Palisaden verbessern. Wenn du was abwirfst, wenn du deine Marker... Die 3 Marker, ja. Genau. Das ist gut. Nicht schlecht. Okay, du hast erfolgreich das wilde Tier verjagt, super. Dann sind wir hier beim Bauen und ich baue die Karte. Yes! Ich sehe aber nicht, wenn ich zu Fingernägel habe. Das ist gut. Ich habe die Karte. Wir bekommen noch so eine grüne Figur zum Erforschen der Insel. Perfekt. Aber die Karte bleibt schon daneben. Ja, ist nicht deine Karte, die haben wir alle. Ich habe sie aber gebaut. Ich schreibe meinen Namen drauf. Peters Karte. Was auch noch gut ist, wenn man seine eigenen Gegenstände baut, bekommt man sofort 2 Entschlossenheitsmarker. Ja. Und das ist nicht zu unterschätzen. Mhm. So, wir haben was gebaut. Wir haben eine Karte gebaut oder erforscht oder gemalt, gezeichnet. Genau. Jetzt kommen wir zum Sammeln. Mhm. Genau. Da würfeln wir. Möchtest du anfangen, Nadine? Ja. Ich fange einfach mal an. Wer ist kaputt? Das sieht nicht so gut aus. Wir haben alles Holz verloren. Ja, okay. Jetzt müssen wir überlegen, ob wir einen Reroll machen. Oh ja. Sich das lohnt. Ja. Können wir da jeden Würfel oder einen einzelnen? Achso, genau. Wir können auch den Grog verwenden eigentlich, oder? Können wir auch machen. Ja, wir können aber auch erst einmal neu würfeln. Können wir auch. Darf ich damit alle neu? Einen Würfel. Einen Würfel. Also wenn schon der Erfolgswürfel, oder? Also, ja. Dann komm. Ich decke eh gern Fragezeichengarten auf. Nadine, wobei, wenn Nadine noch eine Wunde kriegt, dann wird die Moral schlechter. Du hast jetzt schon gewürfelt, das heißt, hier muss gleich schon mal eine Ereigniskarte aufgedeckt werden, verliert einen Lebenspunkt. Und jetzt überlegen wir gerade, ob wir einen Würfel neu werfen, damit auch aus der Aktion Erfolg wird. Sollten wir dann aber auch hier die Bandagen einsetzen, damit wir nicht die Moral verschlechtern. Das ist gut, finde ich gut. Aber ist das so schlimm? Wir haben ja aktuell 2 Moral. So, wenn die auf 1 rutscht? Nee, ist auch noch okay, finde ich. Aber also ich weiß nicht, ob wir die nicht nachher noch dringender brauchen. Wir können den auch noch aufheben. Aber neu würfeln, oder? Ja, komm. Aber den Erfolgswürfel. Ja. Ja. Okay. Go. Ja! Yay. Sehr gut. Wir haben Holz. Gut, wir haben ein Holz, aber ich verliere auch ein Leben. Das heißt, die Moral sinkt um 1. Mhm. Und ich muss eine Karte aufdecken. Genau. Achso, das war die Überlegung, ob wir... Ja. Ich würde ihn jetzt einsetzen. Okay.
Fitness einsetzen, dass du das, dass die Bandagen einsetzen, dass du das nicht verlierst. Oh, wie gesagt, ihr seid die ja, schadet ja ihr eigentlich die, auch nicht. Genau, wir setzen, wir haben Bandagen irgendwann mal gefunden, drauf. Die setzen wir jetzt ein. Nadine verliert keinen Lebenspunkt. Und alles ist gut. Meine Mitspielenden, dass das hier klappen wird. Ansonsten, ich weise jede Schuld von mir. Hey, ich habe hab einen Schlafsack, der geht bis minus 10 Grad. Ich bin quasi Profi. Wie oft hast du den schon mit? Okay, bei minus 10 Grad. wir finden Spuren eines Raubtigers. Es scheint, als würdet ihr nicht nur ihr in diesem Gebiet unterwegs sein. Legt einem wieder Marker, dieses Totenkopf-Marker, ja, auf das Inselteil, auf dem du Ressourcen sammelst. Okay. Um in den folgenden Runden auf diesem Inselteil Aktionen zu planen, muss die Waffenstärke mindestens 1 betragen. Sonst erleidet der Charakter einen Schaden. Ja. Das ist ja gar nicht so schlimm. Das ist okay soweit. Können wir, glaube ich, nicht abwerfen. Da steht zumindest keinerlei Option, um das irgendwie wieder loszuwerden. Okay. Das ist jetzt einfach so. Ja. Aber ist ja okay. Ist das eine besondere Karte? Ist das eine normale Ereigniskarte? Das ist eine normale Karte. Achso, das war hier. Das war eine normale Karte. Gut, dann würfel ich auch nochmal auf Holz. Das ist okay. Das legen wir am besten, also das liegt vielleicht in der Nähe des Inselteils, genau. Ja, das ist ja am ganz am Rand. So, das war für das andere Holz. Ja. Okay, einmal. Also immerhin kein Schaden, aber wieder eine Karte aufdecken und kein Erfolg. Und kein Erfolg. Außer wir setzen jetzt den Rock ein, aber. So, wartet mal. Das gibt uns 2 Holz. Dann hätten wir 3 Holz. Was könnten wir denn. Und damit könnten wir die nächste Reihe auffüllen, aber wir können halt sonst nichts bauen. Oder was kostet das Dach auf Stufe 1? Was kostet es? Das kostet wieder das gleiche wie der Unterschiff. 3? Ja. Aber. Es ist ja teuer. Nicht so wichtig eigentlich, dass wir das. Ah, nee, das Wetter. Ich habe das Wetter vergessen, okay. Wir wollten dafür bräuchten wir ein drittes Holz. Ein drittes Holz, ja. Ich würde das einsetzen. Ich habe leider. Können wir, da müsst ihr jetzt in die Spielregel gucken, die ich gerade nicht da habe. Was denn? Können wir aus unterschiedlichen Quellen die Marker ausgeben? Also ich zum Beispiel einen und Nadine einen hierfür, für den Grog? Oder muss das. Müssen wir die überhaupt abgeben oder ist das einfach das Symbol für den Würfel? Stimmt. Weil ich glaube, wir können den einfach umdrehen. Du hast recht. Du hast recht. Wir müssen die gar nicht abgeben. Sondern es ist jetzt so. Ups. Entschuldigung. Ja. Aus Versehen umgedreht den Würfel. Und brauchen eigentlich für den Erfolg dieses Symbol hier. Wir haben aber den Grog. Und daraus können wir dann aus diesem Symbol auch einen Erfolg machen. Das heißt, wir haben noch ein Holz gesammelt. Aber wir müssen noch eine Karte. Genau, aufdecken. Der Grog kommt weg. Übermäßige Anstrengung. Du wolltest deine Kumpane beeindrucken und hast so viel Holz gesammelt, dass du es kaum tragen kannst. Nein, wenn wir jetzt Holz verlieren, weil du es fallen lässt. Wir können jetzt entweder die Karte abwerfen oder 2 Holz nehmen und dann kriege ich eine besondere Verletzung am Arm, weil ich mich so überanstrengt habe. Wir bekommen dann noch 2 zusätzliche Holz. Finde ich sehr charmant. Wenn das nochmal gezogen wird, dann tut mein Arm aber höllisch weh und dann verliere ich ein Leben. Aber also ich würde sagen, also das können wir in Kauf nehmen. Das ist wert, ein Leben. Ein Leben für 2 Holz? Besondere Verletzung. Klingt gut. Dann mische ich sie mal ein, ja? Hier so eine bekomme ich jetzt für meinen Arm. Und wir kriegen 2 Holz, wenn ich das schon meinen Arm gut. So anstrengend habe. Das heißt, wir könnten auch mal unsere Kampfstärke zum Beispiel erhöhen. Das könnte ich auch um 1 machen mit meinem Entschlossenheitsplättchen. Wir könnten für 3 Holz nächste Runde den Unterstand bauen. Wir könnten die Kampfstärke ein bisschen erhöhen und da schon mal einen rein oder 2 oder so. Mal gucken. Gucken wir gleich. Wir finden bestimmt was für Holz. Wir sind noch dran. Ich glaube, die Steine könnt ihr zurücknehmen. Und dann sind wir jetzt beim Erforschen. Und Nadine, du erforscht. Kannst du den Inselteil aufdecken? Ja, yep, wir bekommen die Berge. Gründungsplättchen und da sind sie, die Berge. Perfekt. Ein Traum. Ja, kannst du mir das gerade mal geben, das Teil? Yep. Mal hier reinhalten. Klar. Wenn wir so die Insel erkunden, dann decken wir nach und nach diese Plättchen hier auf von einem Stapel, wird aufgedeckt und angelegt. Das heißt, dass wir in dem Gebiet Nahrung sammeln können, dass wir hier Holz sammeln können. Und hier noch ein Plättchen aufdecken dürfen. Da sind lustige, nette Dinge drauf, die uns weiterhelfen. Hat die schon aufgedeckt? Nee, noch nicht. Ah, aha. Jetzt muss ich das hier wieder. Besonderes Symbol. Wir haben gefunden Öl. Okay. 2 Holz kann nur für den Feuerstapel verwendet werden. Ah. Das ist ja richtig gut. Da sagen wir nicht nein. Nein. Also. Okay, alles klar. Das wird richtig, richtig gut werden, die nächste Runde. Wird laufen. Und du musst aber noch hier eine Karte aufdecken. Weil du musst es zwar nicht würfeln, aber hier liegt ein Marker drauf. Ach, ne? Ja, stimmt. Ah, ich decke doch eh so gerne Karten auf. Futtermangel, ne? Das klingt nicht so.
Auch die Tiere sind hungrig und müssen um ihr Überleben kämpfen. Oh nein. Oh, die Pandas. Oh. Oh Gott. Die Pandas. Die Inlandstapire. Die Katzen. Tiere. Mische diese Karte in den Ereignisstapel. Genau. Und irgendwann kommt sie dann wieder und dann haben die Tiere richtig Hunger. Und dann wird es unangenehm für uns. Dann müssen wir eine dieser Totenkopfmarker auf das Jagen fällt. Das erhöht die Stärke des Tieres, ne? Mhm. Oh. Gut, aber wir haben keine andere Wahl, wir müssen uns einmischen. Ja, ja, okay, ja. Einfach passiert. Wir sind mit der Aktionsphase durch. Wetterphase, endlich. Endlich, zum ersten Mal. Wir sind in Runde 4 angekommen und zum ersten Mal wird der Wetterwürfel gewürfelt, geworfen. Ja. Wer möchte? Tu dir keinen Zwang an. Soll ich hier mal vor der Kamera würfeln? Ja, würfel du mal. Ein Schnee. Schnee ist irgendwie Schnee? Ja. Jetzt ist ja gar nicht richtig geflogen, der Würfel da unten. Hanna, was macht denn Schnee mit uns? Schnee ist nicht so gut für uns. Das ist das schlechteste Symbol, was man würfeln kann. Schon, ja. Also erstmal müssen wir ein Holz abgeben, weil wir eine Schneewolke haben. Und dann müssen wir aber auch noch unsere Wolken addieren. Aktuell ist es die eine. Und müssen dafür noch mal ein Essen und ein Holz abgeben. Also müssen wir insgesamt 2 Holz und ein Essen abgeben für die Schneewolke. Da fällt mir auch irgendwie auf, wir haben eigentlich überhaupt nicht Essen gesammelt oder so. Nö, wir hungern noch mal. Aber richtig. Ja, du hast deine Marker, oder? Ja, einmal kann eine Person kann ich damit machen. Und ein Zwieback, einer muss... Ja, Wetter nichts gut, das ist ganz gut. Ja. Was passiert ist nochmal? Also wir müssen 2 Holz abgeben und unseren Fisch. Oh. Ja. Wetter nichts gut. Ja. Aber der Winter war doch so mild. Auf so einer tropischen Insel hier, das ist also... Muss es nicht der Weißwürfel sein? Nein. Das hängt vom Szenario ab, in dem Fall war das jetzt der Orange, ne? No, ich mach das mal, ich mach alles für euch. Ich habe auch eine Ansicht. Ja, okay, ich kann aber ganz kurz. Genau, da sieht man, dass ab Runde 4 hier der orangefarbene Würfel geworfen wird. In der 5. auch, in der 6. auch. Und ab der 7. alle 3. Genau. Da geht's richtig los. Oh Mann. Ey, aber ich habe auch dieses, ja gut, die meiste Zeit natürlich im Homeoffice gearbeitet, aber kaum gekratzt. Der Winter war sehr mild, finde ich. Aber hier schneit's auf dieser Insel. Auf der tropischen Insel nicht. Okay, das war... Nächstes Mal würfelt ihr. Ich habe es jetzt erstmal gemacht. Wetterphase. Nachtphase. Mhm. Jeder jetzt müssen wir essen. Müssen wir eben noch ein Leben abgeben? Nee, eine Nahrung war das, ne? Ah, ganz schlecht. Ja, unser einziger Fisch hat uns verlassen. Ja. Das ist ganz leider schlecht. Zugeschneit. Das heißt, so, also du kannst einmal Nahrung machen für dich. Genau, ich ernähre mich selbst. Mach das mal. Wir haben noch einen Zwieback. Hanna isst einen Zwieback. So, lecker, lecker. Zwieback weg. Und ich hungere und verliere 2 Leben. Ja, aber die ist gut. Der Forscher hat den Genau. Ich kann ein bisschen was wegstecken. Ne? Ein zäher Bursche. Das war's aber jetzt. Nachtphase. Ja. Lager haben wir. Keinen Schaden, weil wir ein Lager haben. Super. Immerhin. Rundenmarker wird weitergeschoben. Wir kommen in die 5. Runde. Ich meine, der positive Aspekt ist, wir haben es bis hierhin geschafft. Wir leben noch. Wir leben noch. Ich bin Startspieler. Ich versuche die positiven Dinge hervorzuheben. Der Marker, wo ist der Startspieler? Ich habe ihn bei mir versteckt. Cool. Okay. Die Ereigniskarte, die hier noch liegt, müssen wir leider abwerfen. Das heißt, wir haben leider das Gefrierste. Müssen wir die denn abwerfen? Wir haben ja noch Platz. Achso, die lag hier. Dann ist ja, also das wäre ja entspannter für uns. Die müsste genau, aber die andere habe ich ja entfernt und dann kann da ja eine nachrutschen. Genau, die rutscht dann rüber. Also da ist ja noch Platz, von daher. Okay, ich nehme alles zurück. Wir haben noch die Zeit, das gefräßige Rudel zu bekämpfen. Jetzt kommt immer was Gutes. Nein. Ja. Doch. Kommt drauf an. The Mentalist. Leiche am Strand. Next Uri Geller. Ich spüre etwas. Leichen kann man auch essen. Leiche am Strand. Leichen kann man essen, wenn sie noch nicht so alt sind. Ja, gut. Es wird noch bitterer. Am Morgen findet ihr eine Leiche, die am Strand angespült wurde. Das ist einer eurer Kameraden. Der Tag fängt richtig gut an. Was? Das ist ja wirklich. Genau, wir müssen unsere Moral. Ja, ist klar, weil da ist irgendwie, wenn jemand ist tot. Ja, das ist schrecklich. Wir haben noch so ein paar Statisten offenbar dabei, so NPCs. Ja. Und einer davon ist tot. Das Außenteam. Also, es wäre gut, wenn wir es in 2 Runden schaffen, diese Person zu begraben, denn ansonsten. Dafür brauchen wir die Schaufel. Sonst wird die Moral noch schlechter. Richtig schlecht. Dann ist es vorbei. Aber können wir leicht nicht die wilden Tiere füttern und dann die wilden Tiere essen?
Okay, ja. Tipps vom Profis. Alle Folgen Seven vs. Wild. Okay, die Moralphase ja noch. Ist es die Moral gut? Das heißt, ich bekomme Peter einen. Kriegt einen. Das ist genau. Gut. Wollen wir dir den Dankeschön. Dann produzieren wir einen Fisch und ein Holz. Yes. Immerhin gut. Geht wieder aufwärts. Es war wirklich, also mit dem Schnee war blöd, ansonsten war die Runde wirklich superb. Ach so, aber wir können ja jetzt unser Öl noch einsetzen, oder? Naja. Also das wäre ja schon gut. Das machen wir auch. Wir haben ja Öl gefunden. Und stimmt. Das kriegen wir zwei oder drei Holz? Zwei. Ah. Und dann können wir doch eigentlich noch eins einfach rausgeben von unseren. Und dann haben wir die... Jetzt lass uns nachdenken. Genau, wir haben vier Holz. Was könnten wir mit vier Holzen, Hölzern machen? War es nicht so, dass wir eine Spalte immer nur in einer Runde ausfüllen können? Aber das ist ja noch diese Runde. Das heißt, wir könnten... Ja, genau, dann wäre... Genau, und sonst müssten wir wieder ein Vereins... Ja. Aber wir müssten, also es wäre auch gut, wenn wir unsere Kampfstärke etwas erhöhen, weil dann also um wir eins kann ich die auch erhöhen, wenn ich meine drei entschlossen habe. Okay, weil dann könnten wir hier unten diesen Kampf aufnehmen gegen dieses. Drei bräuchten wir für ein Dach jetzt mal langsam, oder? Ja, das wäre schon gut. Das heißt, wir haben einen für die Spalte, fürs Lagerfeuer oder einen für die Kampfstärke. Ja. Oder ich gebe meine Plättchen ab. So. Hier Runde 5. Ich glaube, das wäre am sinnvollsten. Was denn? Wenn ich mit meinen Plättchen die Kampfstärke erhöhe. Das heißt, wir geben noch ein Holz ab und haben jetzt immerhin 6 von 15 Holzens gesammelt. Die Holzens. Das läuft doch super. Das läuft echt gut. Wir brauchen nur noch 9. Diese Runden, da brauchen wir überhaupt nicht. Wir haben total viele Lebenspunkte. Das läuft super, richtig gut. Perfekt. Schon zweimal leckere Steinsuppe gegessen. Die war aber auch lecker. Ich habe ja keine gehabt. Gut. Aber die hat gut gerochen. Ich brauche nichts. Nur. Okay, dann Aktionen. Haben wir noch Salz, wir können noch gepökelte Bananen. Soll ich jetzt direkt erstmal hier eins erhöhen? Ach stimmt, da muss man auch. Nee, da muss man keinen einsetzen. Nee, das kann ich jederzeit machen. Ja. Gerne. Ich denk auch. Gerne. Dann können wir, wie gesagt, auch gleich mal das gefräßige Rudel. Willst du mal jagen gehen oder so? Das Oh, das gefräßige Rudel. Ja, vielleicht erstmal das gefräßige Rudel. Was sollten wir tun? Dann bekommen wir ja auch irgendetwas. Ich mache ein Dach. Okay. Okay? Ja. Ich hack ein Loch in unseren Unterschlupf. Also so ganz viel bekommen wir nicht, wenn wir das gefräßige Rudel abwehren, denn wir mussten ja vorhin keine Nahrungsquelle erschöpfen, weil wir keine Papageien-Nahrungsquelle hatten. Das heißt, wir dürfen einfach nur diese Karte abwerfen und bekommen einen Moralmarker. Also viel springt nicht raus, wenn wir das aber nicht tun. Müssen wir auf den Erforschen und auf den Bauernstapel definitiv das nächste Mal eine Karte ziehen. Also ich denke, wir sollten es trotzdem tun. Ja. Mist. Ich will ja auch meine Abkürzung machen. Dann setze ich schon mal einen da drauf. Ja. Wir müssen auch die Schaufel bauen. Ah, wir müssen noch unseren... Aber wenn wir das machen, haben wir ja zumindest noch eine Runde mehr Zeit für die Schaufel. Das ist ja auch nicht schlecht. Oh, ich wollte noch die Karte bauen, dass wir immer mehr ein Essen oder ein Holz, die da runter bekommen. Ja. Wir brauchen aber auch den... Aber das können Nadine und ich ja sonst auch machen. Den Unterschlupf? Oder? Ja, aber das kann nur ich, glaube ich, machen. Genau. Du willst das nur mit einem versuchen? Oder du unterstützt mich noch, falls du möchtest. Es wird schon, also... Man macht immer die Aber ich kann auch würfeln. Man trifft immer die falsche Entscheidung. Also, was heißt immer die falsche? Es ist wirklich... Ich empfinde es immer so, man bekommt nichts, sondern man bekommt etwas... Also, man findet etwas noch schlimmeres, sondern man bekommt etwas anderes nicht. So fühlt sich das halt immer an. Ja, also ich würde es, glaube ich, sichern wollen, dass wir nicht diese Runde damit mit verwürfeln. So klar, wir haben noch den Pilger, aber... Der gute Pilger. Nein, ich würde es vielleicht sichern wollen, dass wir auf jeden Fall das Dach bauen. Und jetzt müssen wir noch irgendwie ein bisschen Happa-Happa sammeln. Ja, ich denke auch. Ich glaube, das wird keine Holzrunde, sondern eine Happa-Happa. Ich gehe mal hier die Happa-Happa-Papageien. Lecker Papageien, die esse ich am liebsten. Oh, die schmecken mir mal so gut. Die schmecken nach Hühnchen. Okay. Alle schmecken mal nach Hühnchen. Okay, und das war's schon? Das war, ja. Wir sammeln ein Essen, das heißt, wir hungern zweimal, oder? Na, wir haben noch einen Fisch. Ja. Also eine Person hungert, das kann ich sein, alles gut. Okay. Ja. Okay. Ja, ist halt so. Das haben wir auch schon. Die Moral haben wir hier hinten auch schon lange nicht mehr gepusht. Naja, wir sind aber auch immer noch ganz gut in der Moral. Ist das dann jede Runde eine Nahrung? Wenn wir den Unterstand ausbauen? Das ist eine sehr gute Frage. Ah, ja. Aber wir sind ja sowieso in den Hügeln. Also wenn, dann könnten wir aktuell das da unten machen. Ah, okay. Wenn ihr plus ein Palisade erhaltet, erhaltet ihr eine Palisade zusätzlich. Das ist ja gut. Hütte auf dem Hügel könnten wir bauen für unseren Unterstand. Mhm.
Naja, ich hab's, also nicht, dass wir das gerade noch machen können, ich wollte es nur einfach mal, weil das klang sehr reizvoll. Irgendwann. Wir fangen da vorne bei den Ereigniskarten an. Ja. Was machst du denn da, Nadine? Das ist Hanna. Ah, ja, was mache ich denn? Das macht keinen großen Unterschied, denn wir bekommen jetzt einfach einen Moralmarker und dürfen diese Karte abwerfen. Okay. Ihr oder du bekommst einen Moralmarker. Also Hanna. Ich nehme an, nicht, weil ich das kann, wenn ich schon dahin gehe, dann kriege ich zumindest einen Moralmarker. Ja, es wäre schön, wenn wir jeder einen bekommen würden, aber nicht ganz. Nee. Gut, ja, okay. Jagen hat sich niemand getraut. Bauen, ja, genau, wir bauen das Dach. Das Dach, das heißt, wir müssen dreimal Holz ausgeben. Dürfen aber da endlich einen Marker draufsetzen. Oh Mann, es wird aber auch echt Zeit. Das ist so, ne? Ja, genau. Dann, sonst bauen wir, glaube ich, nichts, ne? Dann doch. Ach, du, ja, stimmt. Ich baue endlich die Abkürzung. Dadurch bekomme ich, weil ich meinen persönlichen Gegenstand gebaut habe, zwei Entschlossenheitsmarker. Mhm. Und ich kann hier diesen Marker auf ein an das Lager angrenzendes Inselteil legen. In der Produktionsphase erhaltet ihr eine Ressource von diesem Inselteil. Also legen wir es irgendwo drauf, wo es Holz und Nahrung gibt. Dann können wir ja immer flexibel also entscheiden. Hier einfach beides. Ja, hey Leute, alle. Ich habe eine Abkürzung gefunden, da lang. Einfach nur die Klippe runter und dann links. Und dann rutschen wir wieder runter. Das klingt total ungefährlich. Genau. Kein Problem. Gut, dann sammeln wir Ressourcen oder versuchen es zumindest. Also ich, genauer gesagt. Das heißt, ich werfe jetzt mal die, das sind sie, die grauen Würfel. Ja, wir haben immer noch den Pilger, der uns einen Reroll ermöglicht. Ich hatte ihn schon wieder vergessen, muss ich sagen. Tja. Okay, wir können das Fragezeichen neu würfeln. Sonst haben wir nichts, oder ist noch irgendwas, was unsicher ist? Nee, ne? Nee, also wir dürfen auch nur einzeln neu würfeln. Jede Runde darf einer oder eine von euch in der Aktionsphase genau einen Würfel. Welcher dann, das ist. Dann sollten wir es versuchen. Dann versuchst du mal das Fragezeichen wegzuwürfeln, damit keine Fragezeichen weggewürfelt. Dann haben wir es geschafft. Ich würde sagen, Nadine würfelt gleich das Wetter. Gerne. Ich bin ja schon. Ob das immer so gut klappt. Dann sammeln wir auf jeden Fall einen Papageien als Nahrung. Lecker. Oh, im Chat sagt jemand, dass du meinen Moralmarker genommen hast eben. Was habe ich? Das stimmt, ich hatte einen. Du hast meinen geklaut, statt einen neuen zu nehmen. Vielen Dank. Danke für den Hinweis. Ja. Mega chillig. Boah, da fällt mir ein, ich muss mal was trinken. So mega chillig. Gerade so, ja, eigentlich ganz entspannt. Wobei, ich habe total Durst. Seit Stunden. Es ist ja wie halt echte Gestrandete, ne? Ja. Also das Wasser ist salzig. Bisschen dehydriert. Ja. Okay. Boah, das ist, dieses koffeinhaltige Kaltgetränk ist warm geworden. Ich hätte jetzt auch gerne so ein koffeinhaltiges Kaltgetränk. Nein. Nee, es ist ein Warmgetränk. Das ist auch okay. Ich hätte sowas als Heißgetränk nehmen. Schmeckt vielleicht auch. Was wir da machen? Was wir da machen, das wissen wir selbst nicht. Nein, wir sind hier bei Robinson Crusoe gemeinsam zugange. Es ist ein kooperatives Spiel, um versuchen, auf dieser einsamen Insel zu überleben. Und unser Ziel ist es, Nahrung zu sammeln, Gegenstände zu bauen, die Insel zu erkunden und letztlich Holz zu sammeln, um ein großes Signalfeuer anzuzünden. Dafür haben wir insgesamt. Zu werden. Wie viele Runden haben wir denn Zeit? 12 Runden haben wir Zeit, das zu schaffen. Und in jeder Runde wird auch das Wetter unwirtlicher. Also es ziehen Stürme auf, etc. Wir haben zum Glück schon einen Unterstand gebaut. Und wir haben auch ein Dach gebaut, was uns ein bisschen vor den Widrigkeiten des Wetters schützt. Wir sind aber zuletzt immer sehr knapp, was Nahrung angeht. Jetzt haben wir gerade noch mal einen Papagei gefunden, der da rumlag. Das ist schon mal. Der ist tot. Ist er noch gut? Bestimmt. Und ja, also wir sind jetzt in der fünften Runde von 12 und wir haben 6 von benötigten 15 Hölzern gesammelt. Das ist gar nicht so schlecht. Ja, unsere Lebenspunkte sind noch ganz okay. Ja. Genau. Das läuft gut. Wir haben tolle Sachen, wir haben eine Abkürzung schon, wir haben noch einen Pilger. Also wir sind ganz gut ausgestattet. Wir müssen gleich mal auf die Jagd gehen, würde ich sagen. Ich habe mal so richtig Bock. Also ich kann nicht, Hanna gegen ein Tier antreten zu lassen. Mit unseren zwei. Aber du kannst doch, du bist Soldat. Deswegen, ja, stimmt. Tim, du kannst das machen. Ja, aber das bringt mir nur was, wenn ich hier Moralplättchen. Ey, du brauchst den Speer, der ist mega gut. Ja, aber dann brauchen wir erst das Messer. Und dann mach das. Und ein Holz. Dann kam auch gerade noch eine Frage im Chat, ob die Mikro-Makro-Promo-Fälle noch erhältlich sind. Ja, also einer der neue Promo-Fall für Mikro-Makro 2 ist jetzt in der aktuellen. Das ist in der Goodie-Tüte. Goodie-Bag, genau, die ihr jetzt aktuell kostenlos bei teilnehmenden Fachhandelsgeschäften abholen könnt. Da sind noch ganz viele andere tolle Sachen drin. Use the Force. Kommen Sie gleich. Genau. Da ist sie. Einfach in meine Hand geflogen. Das ist eine Tüte randvoll mit Promomaterialien, vor allem zum Thema Pen-and-Paper-Rollenspiel. Und ihr könnt mal auf conspiracy-con.de gehen. Da gibt es eine Übersicht namens bei Aktionen. Namens Goodie Bag. Und da gibt es eine Übersicht über alle Händlerinnen.
die diese Goodiebag haben. Einfach mal anrufen, eine Mail schreiben, vorbeifahren, wenn die bei euch in die Ecke sind und mal danach fragen. Die drücken die euch so in die Hand, die sind kostenlos. Ja? Vielleicht nehmt ihr noch eine Kleinigkeit mit und macht eure Händlerin noch glücklich. Genau. Ein kleines Spielchen oder sowas hier oder vielleicht ein Robinson. Aber und da ist die Promo dann auch drin und viele andere Sachen. Genau. Kostet nichts. Auf der Seite findet ihr auch eine Liste, was alles drin ist, aber eben unter anderem auch der Mikro-Makro-Promo-Fall. Ansonsten haben wir Promo-Fall auch immer mal bei Events und so weiter mit dabei. Also einfach immer mal bei uns in die Social-Media-Kanäle gucken, auf unsere Webseite, wo wir so demnächst sind und was wir da für coole Promos mit dabei haben. Cool. Das habe ich vergessen, wo wir waren. Komplett. Ja, ist gut. Wir sagen, wir haben das Wetter schon gemacht. Das hatten wir schon, das war alles Sonne. Wir müssen essen jetzt, oder? Nee, da liegt noch ein Stein. Ja, das ist meiner. Das hat Nadine ja eben gewürfelt. Wir sind durch mit der Aktionsphase. Wir sind in der Wetterphase. Jetzt kommt die Wetterphase. Ja, leider war. Nadine. Yay. Würfel richtig. Komm, das kann ich ja. Dem kann ich ja nicht gerecht werden. Oh nee, es schneit schon wieder. Es schneit. Mit dem Pilger nicht rerollen. Aber wir verlieren diesmal auch nur ein Holz, weil wir vergleichen die Wolke ja dann mit unserem Dach. Und wir haben jetzt ein Dach. Ja. Wir müssen nur, wir haben kein Holz. Das ist ein Problem, ja. Das heißt, jeder verliert einen Leben. Jeder verliert ein Leben, ja. Bitter. Das heißt, die Moral sinkt. Die Köchin ist nicht mehr so glücklich, deswegen sinkt die Moral. Ja, also als nächstes musst du würfeln, Hanna. Das ist. Ja. Da hat es nicht geklappt, bei mir hat es nicht geklappt. Gucken wir mal bei dem Schneesymbol. Boah, dieses blöde Schneesymbol. Ja. Wie jetzt müssen Leben wir auch noch essen, noch? Ne? Ich habe schon noch Leben, aber bei mir sinkt die Moral halt ganz stark. Haben wir die Moral gerade gesunken? Ja, habe ich. Wir sind jetzt bei null. Also immer noch nicht negativ, aber. Wann kam der Papagei? Den haben wir auch zum Essen, ne? Genau, den haben wir auch zum Essen. Okay, also wenn ich nichts esse, dann sinkt die Moral. Wahrscheinlich bei uns allen, oder? Nee, bei mir nicht. Bei mir ist sie ja gerade gesund. Wir haben noch die Rumpflasche. Wir können. Halt. Das stimmt. Wir können auch noch heilen. Wir das quasi. Wir würfeln den Wetterwürfel. Wir können aber nicht quasi dann noch. Also vorher heilen. Das hätten wir dann vorher machen müssen, ne? Ja. Dann lassen wir lieber dich, wo du bist. Denn wenn wir jetzt wieder eins weitergehen und du verlierst wieder einen Lebenspunkt, geht die Moral noch mal runter. Aber sie steigt ja nicht, wenn. Das stimmt. Aber ich würde Hanna einmal heilen mit der Rumpfflasche, dass nicht nochmal die Moral gleich runtergeht. Auf jeden Fall. Wir haben noch eine Rumpfflasche, die hat zwei Ladungen. Eine Ladung ist jetzt weg und damit kann man sich einmal heilen. Das haben wir gerade bei Hanna gemacht. So, jetzt sind wir mit der Wetterphase durch und jetzt die Nachtphase. Die wird brutal. Und haben wir was zu essen? Ja, zwei. Wir haben zwei Essen. Eine Person muss hungern. Die haben mich gerade geheilt, weil wenn ich nichts esse, dann bin ich immer nach unten. Dann machen wir das so. Ich habe eine Idee. Ich heile mich mit dem Letzten und kann dann einmal hungern und bin immer noch, sinkt die Moral nicht. Okay. Dann okay. Ich trinke rum und ihr esst Papageien und Fische. Und ich verliere dann direkt wieder zwei Leben. Ich habe noch 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe noch 6 Leben. 6, 2, 4, 6, 8. Das ist ganz schön wenig Leben. Ich habe auch 8. Ja, ich habe ganz schön verloren. Ja. Sobald ein Spieler, eine Spielerin tot ist, passt das? Ja, das haben wir verloren. Das wollte man nämlich auch nochmal ganz wichtig gleich mal zu sagen. Genau, wenn sobald ein Spieler, eine Spielerin tot ist, haben wir zusammen verloren. Das ist ja auch ein bisschen unfair eigentlich. Wir sind ja noch guter Dinge. Ja, die Moralleiste gilt auch für die Spieler. Das zieht echt runter. Ja. Das zieht richtig runter. Neue Runde. Komm. Neue Runde, neues Spiel. Sechste Runde sind wir jetzt. Nächste Runde wird das Wetter super ungemütlich. Dann bräuchten wir eigentlich fast noch eine Ausbaustufe. Ja. So. Schauen wir mal. Schwarze Wolken ziehen auf. Ja, super. Da wahrscheinlich noch mal ein Wettermarker noch dazu oder so. Dicke schwarze Wolken hängen am Himmel. Das Wetter ist euch nicht wohlgesonnen. Das wäre uns auch jetzt schon aufgefallen. zum einen müssen wir einen Fragezeichenmarker auf die Bauaktion legen. Ja. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall eine Karte ziehen. Und einen Wettermarker. Ihr habt doch gerade gesagt, dass das Wetter fällt. Das heißt, wir haben schon mal mindestens eine Regenwolke. Ja, ja, und wenn wir keine Vorbereitungen treffen, das ist allerdings recht günstig, es kostet nur eine Person und ein Holz, dann müssen wir in zwei Runden nochmal einen Wettermarker auf das Wetterfeld legen. Also das sollten wir tun. Dann müssen wir auch noch hier unseren Kumpanen begraben. Koffein activates. Oh Gott, aber wir haben ja auch immer noch keine Schaufel. Ja, was? Wir haben noch keine Schaufel, um unseren Buddy zu begraben. Ja. Oh, der war echt super. Was? Feuer könnten wir theoretisch auch mal bauen. Wäre auch nicht schlecht.
Warte mal, wir sind jetzt Ach in so, der halt, Moralphase. Passiert nichts, weil wir auf null ausgeglichen sind. Du schon wieder zu schnell. Genau, wir sind immer so schnell. Da komme ich nicht mit in meinem Alter. Okay. Und dann die Produktionsphase. Und jetzt bekommen wir einmal, unser Lager gibt uns einen Fisch und ein Holz. Mhm. Genau. Und jetzt können wir uns noch was aussuchen, denn ich habe ja die Abkürzung gelegt. Das heißt, entweder nochmal Nahrung. Fisch oder Holz. Oder Nahrung oder Holz. Tja. Ich bin doch fast mal für Nahrung. Ey. Es lief nicht so gut jetzt die letzten Runden. Ja, und wenn du nur noch 6 Leben hast, das sollten wir mal... Ja, dann... Einmal essen. Noch ein Fisch. Ich denke auch. Boah, dass das hier nochmal... Dass die Ausbaustufen vom Dach auch 3 Holz kosten. Das ist echt teuer, ja. So viel. Du musst jagen gehen, denn... Ja. Wir können, ja, das ist jetzt Kritik. Muss man mit umgehen können. weil... Es kostet nur 2x Haut, um ein Dach zu bauen. Also 3x Holz oder 2x Haut, beziehungsweise Fell. Ja, und je nachdem, welches Tier da kommt, bin Wenn ich da auch ein Tiger kommt, gibt ein Tiger, glaube ich, 2 Felle, oder? Ein Haustiger kommt da, glaube ich. Weil, wenn wir da ein starkes Tier ziehen, dann verliere ich ja für jeden, für die Differenz Lebenspunkte. Ja. Das ist bei 2 Aber wir kriegen Nahrung und Felle. Muss ich für die Gruppe opfern. Genau, einmal für das Wohl der Gruppe. Ja. Also richtig auf die Jagd gehen, das kann echt einen weiterbringen, weil sehr viel... Ich kann das machen. Aber. Also vielleicht sollten wir noch mal eine Runde investieren, um hier unsere... Ach so, du hast keine Marker mehr, um die... Nee, das... Wo sind die hin? Die habe ich vorhin hier abgegeben, um das auf 2 zu erhöhen. Ja, okay. Ich habe auch keine mehr. Und dann hast du einen geklaut. Wie viel kostet das, um 2 zu erhöhen, um 1 zu erhöhen? 3. Für 3 kann man aber auch temporär um 3 erhöhen, oder? Mhm. Finde ich fast besser. Das hier musst du mal entwickeln. Guck mal hier. Dann kriegst du 3. Okay, jetzt kommt es von allen Seiten. Das ist, also, dann brauchen wir das Messer und ein Holz. Ein dann kann wir sind ein Team. Okay, hier, Anna, wir wollen jetzt hier nicht. Der Nachteil, wenn man in der Mitte sitzt, da kann immer mal auf die Seite gucken. Ach, die Rumpflasche ist leer. Kommt auch weg. Nee, war keine offene Flasche. Okay. Gut. Was machen wir? So, jetzt konzentriert. Also, wir brauchen. Also, wir können eigentlich das Begräbnis gerade nicht durchführen, denn wir haben keine Schaufel und das, also das haut genau. nicht hin. Genau, also wenn wir sollten jetzt Schaufel, das andere machen vielleicht. Wenn wir jetzt eine Schaufel machen, haben wir die erst in der nächsten Runde ja zur Verfügung. Genau, dafür müssten wir, aber das andere können wir machen mit einem Holz, dann könnten wäre wieder ein Slot frei. Was passiert denn, wenn wir das Begräbnis nicht machen? Dann verlieren wir 2 Moral. Oh, das wäre nicht gut. Das ist ganz wenig, aber bei -2. Da muss man 2 abgeben. Dann Moral pushen. Dann müssen wir 2 Moral abgeben. Nicht 2 Leben, 2 Moral. Aber wenn du die nicht hast, dann Leben. Dann Leben. Ich hab 4. Ich hab 1. Wer sind denn? Wann triggert das denn, wenn ich Stadtspieler. Also, nee, wer ist denn gerade Stadtspieler? Ich bin jetzt Stadtspieler. Nee, ich bin Stadtspieler. Ich hab wieder nicht aufgepasst. Das würde dann bei Hannah triggern. Aber wir können ja das hier, also wir können ja die Wolken-Vorbereitung treffen. Das heißt, da müsste eine Person hin, wir müssen ein Holz ausgeben. Dann wäre dieser Slot wieder frei und dann könnten wir das Begräbnis noch mal eine Runde aufschieben. Ist das so? Ja. Okay. Soll ich vielleicht mal das Lager aufräumen, weil dann habe ich 3 Moralplättchen. Das ist sehr gut für die Jagd. Ich könnte gleich jagen gehen in der nächsten Runde. Ja. Das finde ich sehr gut. Willst du da unten auf die Karte? Ich denke, wir sollten das tun, dann ist links unser Holz weg, aber mein Gott. Ein Holz braucht das, kostet das? Genau, ein Holz. Ja gut, wir haben eh nur ein Holz, mit dem können wir gerade eh nichts machen. Unterstand, Dach, ist völlig egal. Sollten wir aber auch zusehen, dass wir die Schaufel, damit wir dann demnächst unseren Kumpanen begraben können. Ich mache eine Schaufel und dann müssten wir noch einmal irgendwie was zu essen sammeln. Also ich habe dann noch einen, mit dem kann ich natürlich... Ich habe auch noch einen. Ich überlege, ob ich entdecken gehe mit dem und hoffe, dass wir ein gutes Entdeckungsblättchen ziehen. Kannst du auch, wir haben ja noch... Wir haben unsere Gehilfen. Dann erforsche ich mal da unten. So, dann habe ich noch einen Marker. Ich habe nicht, was ich auch machen könnte, ist einfach 3 von denen abgeben und 2 von denen ziehen und einen behalten. Hilft uns das vielleicht? Wollen wir das einfach mal ein bisschen... Ja. Können wir auch machen. Komm, machen wir einfach mal. Ich habe eine Fähigkeit, Forscherdrang. Wirf 3 Entschlossenheitsmarker ab. Gucken wir, was passiert. Und jetzt kann ich 2 von diesen coolen Plättchen hier aufdecken. Wir dürfen uns einen behalten. Einer sagt, yes, eine Ziege gefunden, eine Nahrung und ein Fell. Das klingt schon mal sehr gut. Das andere ist natürlich auch gut. Das ist Tabak. Erhöht unsere Moral um 1. Warum lachst du? Tabak? Also ich bin für die Ziege, muss ich sagen. Ja, ich auch. Weil ich ja eigentlich mich strikt weigere, Tiere zu essen. Aber
dem Fall. Die ist schon tot, halbtot. Na gut, okay. Okay, das heißt, die kommt. Wo kommt denn die hin? Bei den sofort verfügbaren, oder? Oder kommt die. Kommt die oben hin bei den Sonderfähigkeiten? Ha! Regelfrage. Gut, was macht aber in dem Sinn noch keinen Nutzen sie ja jetzt eh noch nicht, insofern. Ja, genau. Genau, also ich kann theoretisch jemanden heilen, allerdings brauche ich dafür ganz schön viel. 2 Moralplättchen und 1 Nahrung, also da bin ich sehr weit davon entfernt. Ansonsten, man kann auch hier unten als Aktion sich ausruhen und um 1 heilen. Ja, stimmt. Das haben wir jetzt bisher noch gar nicht gemacht, aber nee, geht auch. Ja, ist sehr teuer, also für einen Punkt heilen, einen Aktionsstein dahinsetzen. Wer hat denn noch Aktionssteine? Wer ist denn noch dran? Ich habe noch einen. Wir können mal Ressourcen sammeln. Ja, mal unbedingt. Mal versuchen irgendwie, damit wir nicht wieder hungern müssen. Papa. Ja. Mal hier noch ein Papagei. Wobei wir von der Ziege sonst auch noch essen können. Ah, die ist auch gut. Ach stimmt, die ist gar nicht dauerhaft. Da kannst du auf Holz würfeln. Das dann würfel doch auf Holz, das brauchen wir immer. Ja, okay, gut. Wir haben das eine, ja. Genau, ja. Das ist die Ziege. Okay, dann. So. Dann fangen wir da unten bei den Karten an. Mhm. Genau, das heißt, wir müssen das Holz abgeben. Ein Holz weg und dann? Genau, ich bekomme ein Moralplättchen und wir dürfen diese Karte abwerfen. Das heißt, wir machen dann nicht nochmal schlechtes Wetter später. Das wäre schön, wenn schon. Das da weggegangen wäre, aber. Der Wettermarker. Das Wetter wird uns noch. Ja, ich fürchte auch. Bauen, genau, wir wollen die Schaufel bauen. Da sitzt. Ich habe die schon quasi gebaut. Also jetzt. Gebaut. Genau. Ja, wird umgedreht, ich leg's nicht zu mir wie. Ist schon klar. Jetzt haben wir eine Schaufel und können unseren gefallenen Kameraden würdig begraben. Wir kippen doch einfach auf den Scheiterhaufen legen können. Ja. Statt einem Holz, oder? Ja, der gibt uns. Statt dem. Okay. Cheat. Das ist sein Vermächtnis. Das ist Teil unserer Rettung. Das ist der Kreislauf. Circle of Life. Ist der Moralmarker für uns oder ist der hier so hoch? Ich glaube, der ist da hochgerutscht. Ja. Das heißt, wir haben das gemacht. Genau. Ich habe gebaut, ich habe eine Schaufel gebaut, sehr gut. Genau, dann sammle ich Ressourcen, oder ich versuche es zumindest. Ja, perfekt. Vorher einfach und nur, dann gebaut. Einfach nur ein Yes, das heißt, wir haben ein Holz. Leider habe ich mich auf das Feld gesetzt, auf dem man kein Holz sammeln kann. Echt jetzt? Ja. Wir wollten erst ein Papageien sammeln. Dann haben wir gesagt, wir haben ein Holz und dann saß ich schon da und hab's vergessen umzusitzen. Du saßt auf dem Nachbarfeld. Genau, es hat keine Spann versehen. Oh, Achtung, das gibt eine Cheat-Warnung. Es gibt auf jeden Fall einen Warnung für Nadine. Wir hatten ja gesagt, dass wir es aufs Holz setzen wollen, ne? Ja, habe ich. Ja, definitiv. Da muss man auch nicht irgendwie. Du hast den einfach allgemein zum Sammeln gesetzt. Genau, und stand hier so halb drauf. So, genau. Also gut, wir haben das Holz gesammelt. Dann gehe ich entdecken. Ja. Genau, wir können theoretisch auch mehrmals die Runde Holz sammeln, allerdings nicht aus einer Quelle. Also es müssen immer unterschiedliche Quellen sein. Ja. Genau. Also in der Regel dann andere Inselteile halt. Okay, gut. Entdecken. Ja, genau. Deckst du ein Inselteil auf für mich? Ja. Wir haben die Berge. Ah nee, die hatten wir sogar schon vorher. Die hatten wir schon, ja. Wir haben ein Zelt gefunden und einen Unterschlupf. Und ein Plättchen, genau. Und wir kriegen noch ein Tier. Völlig richtig. Wir finden. Oh, ein altes Segel. Temporär +2 beim Dachausbau. Das ist dann für eine Runde. Oder? Ja. Brauchen wir die Spielregel? Oder weißt du das? Also temporär würde ich so verstehen, dass wir das einmal gegen Wetter einsetzen. Genau. Vielleicht, ob wir das jetzt diesmal schon einsetzen. Weiß ja nicht. Oder sobald da hinten das Schlimme. Aber das können wir doch auch bestimmt spontan entscheiden, je nachdem, wie schlimm das wird, oder? Die kann man ja jederzeit einsetzen. Wir werden ja auch schon Augen zugedrückt. Wir werden echt Augen zugedrückt. Aktuell noch 1, wenn es dann weiter hinten rausgeht, dann am besten kurz mal machen. Gleich mal in die Regel. Muss mich kurz konzentrieren. Zieh mir die Macht meiner Gedanken. Meine Hand bewegen. Das ist, glaube ich, sogar aus der Schatztruhe, weil das ist blau. Konzentriere dich, vertraue der Macht, Luke. So. Achso, ich dachte jetzt eher so an. Vertraue der Macht. Ich dachte jetzt eher so an Harry Potter, wo es so ranfliegt, aber okay. Okay. Ich schaue gerade mal nach. Was müssen wir noch machen ansonsten? Ich räume noch das Lager auf, das kann ich auch schon mal machen. Hier die Moral erhöhen und dann kriege ich noch die 2 Moralplättchen, damit ich auch gleich jagen gehen kann. Ja, bei solchen Spielen darf man auch mal in die Spielregel schauen. Kann es sein, dass das.
aus. Ja, das ist blau, das ist aus der Schatztruhe. Aus der Schatztruhe. Die haben wir direkt neben uns. Da kann ich doch, da komme ich doch dran. Da komme ich doch direkt rein. Lass euch nicht aufhalten, was machen ja, wir noch? Genau, ja, wir sind jetzt. Ich würfel schon mal das Wetter, oder? Ja, das ist ja die Frage, ob wir es vorher bestimmen müssen. Ach so, das oder stimmt. Nicht. Dann würfel ich noch nicht das Wetter. Also, wir versuchen gerade rauszufinden, ob wir unser Dach, das wir temporär bekommen, vorab einsetzen müssen oder ob wir es dann einsetzen dürfen, wenn wir. Es gibt auch neue Charaktere hier drin, natürlich, haben wir eben ganz vergessen zu erwähnen. Die Zockerin. Zocker. Und Segler. Wäre natürlich auch spannend gewesen. Wir ja, hier, genau. Beim Planen durfte man die Aktionssteine umbewegen. Naja. Da. Da. Altes Segel erhöht in einer Runde euer Dach um 2. Legt in dieser Runde einen Marker als Erinnerung auf das Nachtfeld und fährt den Marker am Ende der Runde wieder und reduziert um 2. Ich vermute mal, dass wir es vor dem Würfeln. Jetzt bräuchte man doch einen Redakteur hier, einen erfahrenen Redakteur. Dass wir es vorher dann ansagen müssen. Dann würde ich es aufheben, bis wir mehr Würfel haben. Bis der weiße Wetterwürfel noch dazu kommt. Okay. Also du würfelst jetzt fürs Wetter. Ich versuch mal. Also eine Wolke haben wir ja eh schon. Es kann nur schlimmer werden. Also am Ende. Drei Regenwolken. Kein Schnee. Drei Regenwolken haben wir jetzt am Ende dieser Runde gewürfelt. Und nur ein Dach. Das heißt. Das heißt, wir haben zwei. Um 2 übersteigen wir das. Das heißt, wir müssen 2 Nahrung und 2 Holz abwerfen. Ja. Das heißt. Wow, okay, ich glaube, diese Runde könnte uns töten. Das heißt, wir müssen 2 unserer beiden einzigen Fische abwerfen. Aha. Ein Holz. Und ein Holz können wir nicht, also verliert jeder von uns ein Leben. Mhm. Dadurch verlieren wir auch, gehen wir bei der Moral 1 runter. Ja, aber ich bin gerade sicher, dass wir jeder ein Leben verlieren. Ja, ja. Ganz sicher. Immer wenn man etwas ganz bezahlen. Sicher. Ich guck noch mal in die Regeln. Aber ja, nein. So ein Glück. Ja, okay. Oh, Mann. Na gut, okay. Okay, jetzt könnte es doch schnell gehen. Wir müssen uns ein bisschen mehr auf Sicherheit Ich würde behaupten, wir verwenden mal unsere Ziege, damit zumindest eine essen kann. Ja. Ach stimmt, das müssen wir ja auch noch. Oh Gott. Ja, okay, komm, Ziege. Das Leder kann ja dann. Und Also, ich kann jetzt noch eins abgeben, ohne dass die Moral. Wenn man jetzt, also wenn wir jemanden aussuchen, der nicht essen kann, verliert er 2 Lebenspunkte. Ah, okay, dann verliere ich auch. Ich senke auch die Moral. Also ich glaube. Ich nicht, das heißt, ich hungere nochmal. Ich muss dann aber gleich mal heilen, glaube ich. Ja, und dann muss noch jemand natürlich. Das ist ja, dann mache ich schon den ganzen Abend. Bei mir ist es nicht so. Ja. Zählt das eigentlich als bezahlte Überstunden? Das ist dann der Vorteil. Mit deiner Moral einzinkt, ja. Wenn sonst Menschen immer sagen, ja, im Verlag, ich spiele den ganzen Tag, ja, schön wäre es eigentlich. Ja, eigentlich fast nie oder ganz selten in unserer Redaktion. Natürlich ganz oft, weil die Prototypen testen. Aber wir jetzt hier aus dem Marketing, ja, wir spielen natürlich auch die Spiele an, um sie kennenzulernen. Genau. Aber dass wir wirklich jetzt hier 3 Stunden Robinson Crusoe oder so spielen. Leider nein, normalerweise nicht. Deswegen, wenn wir jetzt schon die Nachtschicht schieben, dann können wir wenigstens dabei spielen und Spaß haben. Muss ja auch einen Vorteil haben, im Spieleverlag zu arbeiten. Auf jeden Fall. So, das war viele, nicht gut. Aber, ja. Wo sind wir denn bei der Moral? Wer hat denn jetzt noch gehungert? Ich, Hannah. Ich habe die Moral gesenkt. Also, okay. Ja. Das hier kommt weg. Ja. Jetzt. Und eine neue Runde beginnt, ne? Habe ich schon weitergesetzt? Nee, ich muss jetzt weitersetzen. Wir sind jetzt bei Runde 7. Jetzt kommen nämlich die vielen Würfel. 7? Nein. Ja, und immer noch 6 Holz. Danke an die Regie fürs dran erinnern, wie schlecht wir sind. Nadine, also. Deckst du wieder eine Karte für uns auf? Ja, ja, ungern. Die, die Stimmung kippt gerade wirklich. Schlaflose Nacht, das kann ich mir vorstellen. Oh Gott. Ihr konntet heute Nacht kaum schlafen. Nein, kein Wunder, dass eure Konzentration darunter leidet. Lege je ein, wahrscheinlich geschafft, Marke auf die Aktionsfelder. Ein nochmal würfeln. Oh. Wenn wir erfolgreich sind, dann müssen wir nochmal würfeln, damit meine Interpretation besser mit dem Geschafftmarker. Das ist aber, wenn wir 2 Aktionssteine einsetzen, ist das irrelevant, oder? Ja. Gut, und wir können uns ausruhen. Dazu müssen wir einfach nur eine Person draufsetzen. Dann bekommen wir ein Moral und dürfen die Karte abwerfen. Ansonsten müssen wir auch noch diese Fragezeichen gleich auf 2 Stapel legen. Also das sollten wir tun, weil sonst wird es blöd. Ein Sturm zieht auf. Boah, ich mach hier mal zu, es ist kalt.
Fertig? Ja, jetzt kommt die Moralphase. Ja, nein. Damit verliere ich ein Moralplättchen und kann mich nicht stärken beim Jagen. Ich kann allerdings die beiden abgeben und die oberste Karte anschauen. Welche oberste Tierkarte? Ja. Und entscheiden, ob ich sie wieder drauflege oder drunter lege. Dann wüsste ich zumindest, ob, also wie stark oder schwach das Tier ist. Das ist gar nicht schlecht. Oh, das war jetzt ärgerlich. Richtig. Die Soldatin hat eine Sonderfähigkeit. Wenn sie 3 von diesen Entschlossenheitsmarkern ausgibt, kann sie temporär ihre Kampfstärke um 3 erhöhen. Was natürlich schon gut das gewesen wäre. Richtig viel. 5. Denn unsere aktuelle Stärke beträgt nur 2. 3 drauf. Damit kann man vielleicht schon was machen. Aber da sie jetzt einen Marker ja abgeben musste, weil die Moral so schlecht ist bei uns, sind nur noch 2 Marker. Wir dürfen die auch nicht untereinander. Nee, das ist eine Ressource, die wir nicht untereinander handeln dürfen. Also ich werf die. Mach hier so und dann wirkst du dich einmal. Ups, der ist mir wohl runtergefallen. Genau. Blöd, dass wir so viele Zuschauer haben. Das ist doch hier an der Quelle. Aus Versehen. Deswegen wollen wir auch keine Kamera von oben haben. Genau, nee, das wollen wir nicht. Nicht gut, okay. So. Fokus. Produktionsphase. Ja. Oh, das nervt mich. Also wir müssen auf jeden Fall Nahrung sammeln, sonst haben wir ein richtiges Problem. Erstmal kriegen wir ja noch eine Nahrung und einen Fisch. Also erstmal genau, von unserem Lager. Ein Holz und ein Fisch. Holz und Fisch. Und dann noch von unserer Abkürzung. Die ist gut, die ist Gold wert. Ich bin jetzt gerade für Fisch, weil wir können nicht mehr so viel hungern. Wir können nicht mehr hungern. Ich nehme eine Banane. Banane sieht gut aus. Auf dem Bildschirm hier hängen wir. Okay. Macht nichts. Wir haben die Möglichkeit, in der Zwischenzeit zu cheaten. Genau. Und dann so nächstes Jahr gewonnen! Yay! Ich war noch kurz weg gewesen. Kann viel passieren innerhalb von 2 Minuten in diesem Spiel. So, das war die Produktionsphase, Aktionsphase. Was mich richtig ärgert, ist einfach, dass wir jetzt auch das Dach nicht mehr erhöhen können. Mhm. Oh, aber diese Runde sollten wir ja noch klarkommen, indem wir... Ich glaube, ich gucke mir jetzt tatsächlich diese Tierkarte an. Ja, mach das mal. Ja, komm. Weiß, wie viel Schaden ich da erleiden würde. Oder, Darfst nur du, sehen, oder dürfen wir auch einen Hinweis kriegen? Was steht denn da? Hier steht, schau sie an. Ja, also, ist ja kooperativ. Ja, also die oberste Karte waren Böcke. Die sind 2 stärker als wir und schwächen noch unsere Kampfstärke. Kämpfen. Das heißt, wir brauchen 5. Das heißt, wenn du gegen kämpfst und verlierst, verlierst du 2. Mhm. Und wir haben hier nur noch 1. Aber wir könnten damit... Aber wir hätten Essen. Wir hätten Essen und könnten in der nächsten Runde das Dach dauerhaft ausbauen. Weil wir dann 2 Fälle haben. Ich bin dafür, dass du halt... Du verlierst ein Leben dann. Ein Leben und unsere Stärke geht dann um 1 runter. Das ist aber immer 2 so. Leben, also. Weil die sind ja 2 stärker als wir. 2. Aber ich weiß nicht, oder was denkt... Also, ich bin ja kooperativ. Leben, ich kann ja jetzt nicht sagen, macht das. Dafür, dass wir dann ein Leben irgendwie... Ach, ich weiß nicht. Ich bin nicht aber überzeugt. Weil wir kriegen dann 3 Nahrung, aber dann vergammelt 2 Nahrung. Wir haben ja schon 2 da liegen. Naja, außer wir können es mit dem Salz. Aber stimmt. Dann kriegen wir auch nur 1 dauerhafte. Ja, ich weiß nicht. Ich finde den Deal nicht so gut, ehrlich gesagt. Okay. Also, du weißt ja, was die Frage kommt. Ist ja jetzt erstmal, lege ich die oben drauf oder unter die andere? Ich finde die oben drauf ganz gut. Weil wir dann wissen... Weil das ist eine gute Karte. Ja. Sie ermöglicht uns, eine zweite Haut zu bekommen für das Dach. Und sie kann uns eine Runde lang versorgen. Und ich finde die jetzt auch nicht so schwer eigentlich zu bekämpfen. Ich würde die oben drauf legen. Ich finde... Gut, dann sind wir zumindest schon mal vorbereitet. Das heißt, nächste Runde gehst du auf die Jagd. Mal sehen. Vielleicht. Also, ich möchte noch mal kurz auf das Begräbnis hinweisen. Wir haben jetzt eine Schaufel. Ich könnte mich da drauf setzen. Ist immer noch nicht unter der Erde, der Typ? Dann würde ich 2 Moralplättchen bekommen. Dann hätte ich 3. Damit könnte ich wieder eine Person ernähren im Zweifelsfall. Ja. Ich kann den unter die Erde bringen. Das kostet einen Marker von mir. Dann bekommst du aber die 2 Moralplättchen. Nadine hat ja gerade überlegt, das selbst zu machen. Genau, damit ich gegebenenfalls wieder 3 abgeben kann für eine Nahrung. Mach das. Das scheint mir sinnig. Und dann ist der auch unter der Erde. Genau. Ganz gut. Bitte mal Zeit. Er müffelt schon. Braucht man das Salz doch noch anderweitig? Wir könnten ihn pökeln. Das ist ja auch quasi mumifizieren. Das ist ja auch eine Begräbnissitte. Ja, okay. Gut. Ich überlege gerade, entweder das Lager aufzuräumen oder auch mal das Feuer anzuzünden. Weil dann haben wir eine Palisade und wir brauchen das ja auch. Stimmt. Lass mal kurz. Aber brauchen wir dazu nicht mindestens schon eine Palisade? Nee, die bekommen wir dann. Theoretisch, ganz kurz. Wir haben 2 Nahrung, wir bräuchten noch eine. Die könntest du aber generieren. Genau. So, okay. Punkt. Rest habe ich vergessen. Nee,
Holz sammeln ist noch wichtig. Wir brauchen immer Holz. Das ist eigentlich unser Hauptziel, aber... Ja. Können wir von den besonderen Gegenständen, die es nur in dem Szenario gibt, irgendwas Sinnvolles machen? Hanna! Oh. Gut, das liegt jetzt nämlich so weit weg, dass ich das aus dem Auge verloren habe. Wir können für ein Fell, ein Seil und ein Holz einen Mast bauen und bekommen sofort dafür 3 Holz für den Stapel. Wir haben kein Seil, aber ansonsten... Oder wir können ein Beil bauen, wir müssen ein Holz ausgeben und müssen Gebirge, das Hügel. Haben wir. Ja. Dann bekommen wir hier so ein Plättchen, das gibt uns dauerhaft jede Runde ein Holz. Mhm. Das. Fangen wir nochmal von vorne an. Was können wir denn mit diesen dauerhaften szenariospezifischen Gegenständen machen? Spezifische? Entschuldigung, waren wir in Runde 7? Oder? Nee, wir waren. Wir waren in Runde 7. Ja, 7. Die genau. Erste mit den vielen Würfeln. Genau. Ein Beil wäre das wäre natürlich. Das wäre was. Wenn jede Runde dann dadurch, das automatisch. Ja, das wird auf unser Lager. Betretene Schweigen, das ist wieso? Das ist sehr unangenehm gerade. Tja. Wir sind halt noch neu auf der Insel. Das ist super unangenehm gerade. Was brauchen wir für das Beil? Ich bin dafür das Beil. Wir bauen das ein Beil. Holz haben ein wir. Holz. Ja, das kommt. Investieren wir. Ja. Ich meine, je früher, desto... Möchtest du das Beil bauen? Und dann baue ich das Feuer. Ich baue das Beil. Okay. Dann habe ich noch einen Marker, mit dem wir etwas sammeln können. Soll ich da nochmal einfach Nahrung sammeln? Ja, das wirklich viel besser wird es jetzt, glaube ich, nicht. Oh, mehr. Das wird so schrecklich gleich. Gut, diesmal. Das Ding kommt auch viel zu spät, das Beil. Ich kann mir nur noch 1, 2, 3, 4, 5 Mal nutzen. Dann ran an die Äxte und ab mit den Bäumen. Ja, nun. Okay, gut, dann. Die Aktionsphase. Wir haben ja hier unser Begräbnis, yes, das wir durchführen. Das heißt, ich bekomme 2 Moralmarker. Die Karte ist abgeworfen. Wir jagen nicht, wir bauen aber ganz viel sogar. Mhm. Allerdings müssen da auch diverse Marker. Ich baue ein Bei und gebe ein Holz ab. Und jetzt bekommen wir einen Marker mit. Oh, und der kommt auf das Lager. Ein Marker, wir bekommen jetzt jede Runde, weil wir ein Beil haben, ein Holz. Bis zu 3 Holz, weil wir ja noch die Abkürzung haben. Ja, genau. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ja. Jetzt läuft es mal so richtig. So langsam habe ich das Gefühl, dass sich das Blatt wendet. Wirklich? Quatsch, das war jetzt einen Marker da gelegt haben. Das will ich vermessen. Okay. Das ist total verloren, weil wir so richtig nicht so clever gespielt haben. Wir sind halt, wie gesagt, noch neu auf der Insel. Wir tun sowas. Genau, das Spiel zum ersten Mal spielen. Genau, noch nie vorher gesehen. Wie heißt das nochmal? Was ist die Schaufel? Okay, du baust das Feuer. Ich mache Feuer. Machst Feuer. Ist gut. So wird die Palisade um 1. Genau. Perfekt. Naja, Würfel. Ja. Nicht, dass ich hier unser Dach wieder kaputt mache. Nein. Perfekt. Okay, dann. Ressourcen sammeln. Ich sammle Ressourcen mal wieder. Ich versuche. Ja gut, wir haben ansonsten noch unseren Pilger, damit kann man einen Reroll machen. Aber den brauchen wir. Doch, die Karte wegrollen. Oder haben wir noch irgendwas, auf das wir würfeln müssen? Nee. Nö, dann versucht doch mal die Karte. Aber wir haben ja auch noch ein Plättchen liegen. Das heißt doch, wenn das stimmt. Das heißt, dass wir sowieso du noch musst mal den du musst den Erfolgswürfel jetzt nochmal neu würfeln. Das heißt, ich würfel den jetzt neu und dann können gucken wir noch mal. Ja, klar. Dann können wir noch unseren Pilger einsetzen. Ja. Nee, es bleibt ein Erfolg. Es bleibt ein Erfolg. Das heißt, aber das Plättchen kommt weg. Das heißt, ich könnte jetzt noch überlegen, ob wir das Fragezeichen. Ja, mach das Fragezeichen. Warum nicht, ne? Kann ja sonst nichts anderes passieren. Perfekt. Genau, und weg ist das Alles Fragezeichen. Klar. Keine. Dann haben wir einen Papagei gesammelt. Papagei. Gefangen. Der ist aber niedlich. Oh Gott. Okay. Gut. Dann haben wir es, glaube ich, ne? Erforschen wollten wir nicht, Lager sollten wir alles nicht. Was heißt, wenn die hast du gesagt, wollten? Konnten. Lieben, nee. Gerne. Ich würde mich auch gerne mal ausruhen. Einfach mal eine Runde durchschnaufen. Einfach mal kurz mal ein Schläfchen machen. Die Welt sich weiterdrehen lassen. Einfach mal sein, sag ich immer persönlich. Einfach mal kurz vom Lachen nur so. Ich bin kein. Einfach mal so. Wir sind nicht irgendwie spirituell verlangsamt, veranlagt. Das ist das Koffein, das geht gerade rein. So, Peter, du möchtest bestimmt das Wetter würfeln. Bin ich schon wieder dran? Boah, das Koffein, gut. Das echt reinkickt.
Sie sagt, dass man mir abends keine Cola geben soll? Das ist wie, fütter ihn nicht nach Mitternacht. Ich spiel jetzt einfach die ganze Nacht hier durch. Hast du Gremlins gesehen? Nee. Echt nicht? Nee. Oh Mann. Puh, okay. Das ist ganz schlecht. Schnee, Regen und was ist der wilde Tierwürfel? Unsere Palisade. Unsere Palisade zerbricht? Ja. Echt jetzt? Aber ja, wir können das. Stimmt. Hätten wir keine Palisade, hätten wir das nicht, dann hätten wir wieder Leben verloren. Wieder jeder ein Leben verloren, ja, genau. Aber trotzdem. Das heißt, hier, unsere Palisade geht von Stärke 1 auf Stärke 0. Und dann haben wir hier noch einmal Regen und wir haben einmal Schnee. Schnee? Wir müssen ein Holz abgeben, das haben wir nicht. Das haben wir nicht, das heißt, jeder findet ein Leben. Hervorragend, hervorragend. Und wir haben zwei Wolken insgesamt, unser Dach ist aber nur ein. Das heißt, wir müssen nochmal eine Nahrung und ein Holz abgeben. Holz haben wir nicht, jeder findet ein Leben. Aber Nahrung haben wir. Ich habe noch ein Leben. Nee, zwei Leben noch. Ganz ruhig bleiben. Das wird noch ein langer Abend. Wie läuft's bei euch? Hallo, ja, gut. Wie soll man das? Kurze Zusammenfassung. Für die, die neu sind, wir spielen ein kooperatives Abenteuerspiel und versuchen gemeinsam so lange wie möglich am Leben zu bleiben. Aber Peter stirbt bald. Aber genau, also das Spielziel vorrangig zu erreichen, wir müssen eigentlich Holz sammeln für einen Scheiterhaufen, für einen... Wie heißt das? Leuchtfeuer, genau. Ein Leuchtfeuer, um auf uns aufmerksam zu machen. Und müssen nebenbei Nahrung sammeln und unseren Unterstand ausbauen, unser Lager. Und auf die Jagd gehen. Und essen. Und essen und am Leben bleiben. Und das davon das sind ist wir sehr jetzt, viel. Wird schwierig jetzt gerade. Ich habe noch zwei Lebenspunkte. Hanna, du ich hast noch vier. Vier. Das ist noch okay. Ich habe fünf. Ja, also, gut. Das wird, und vorher müssen jetzt gleich richtig viel Moral das war jetzt gerade, der Wetterwürfel hat uns richtig die Karten gespielt. Halt! Also ich würde mal sagen, Peter ist auf jeden Fall was. Was? Warum Peter haben wir den nicht erhöht? Das ist eine gute Frage. Weil wir einfach unkonzentriert sind. Wir müssen es mal einfach offenlegen. So, aber wir müssen trotzdem noch essen. Ja. Ja, und ich sind wir gleich in kann... Runde 8. Du bist jetzt sowieso gleich dran, Peter, ne? Okay, dann würde ich wohl meine 3 ausgeben um für die eine Nahrung. Das heißt, wir haben alle gegessen. Okay. Ich bin gleich dran. Das heißt, eine Moralphase. Du verlierst. 2. Ich habe aber nur 1. Und dann? Oh nein. Jetzt nochmal 1 runter. Jetzt geht's schnell. Ich würde sagen, eine Person. Also schon mal Zähne putzen. Genau. Schlafanzug schon mal anziehen. Gleiches. Okay. Das heißt, ich bin dran. Als erstes die Ereignisphase. Gib mir bitte mal eine Ereigniskarte. Ich habe Angst. Die sind ja nie ein Rudel Wildhunde. Das könnte auch eine Gelegenheit sein. Okay. Sie haben ein neues Jagdrevier entdeckt und gefährden dadurch eure Versorgung. Manchmal wird aber auch der Jäger zum Gejagten, wenn dann wir Hanna, unsere Soldatin, auf die Jagd schicken. So, als erstes mal kommt der hier drauf. In eurem Lager. Was? Die eurem Lager am nächsten gelegene Futterquelle ist erschöpft. Legt einen Marker darauf. Wollen wir einfach die nehmen, wo sowieso dieses Totenkopf-Ding liegt? Ja. Ja. Das ist unattraktiv. Sehr unattraktiv. Konkurrenz vertreiben. 2 Aktionssteine und Kampfstärke 2. Nimm dir einen Entschlossenheitsmarker und reaktiviere die erschöpfte Nahrungsquelle. Wirf dann diese Karte ab. Was passiert, wenn wir das nicht machen? Führe den Effekt dieser Karte nochmal aus. Das dann ja, gut. Finde ich nicht so schlimm. Nö, das ist ja... Würde ich jetzt auch... Uns mangelt es ja nicht an Quellen, sondern eher an Gelegenheiten. Richtig. Aber das ist aber auch irgendwie ein Zitat. Das könnte auch irgendwie Marc Aurel oder Sun Tzu. Es mangelt nicht an Quellen, sondern an Gelegenheiten. Ja. Klasse. Okay, gut. Dann ja, die Moralphase. Genau, du musst 2 abgeben. Du ich kann nur 1 abgeben. Das heißt, ich verliere ein Leben und dadurch und die Moral geht die Moral um 1 runter. Und du stehst kurz vor dem Tod. Ich habe noch einen Lebenspunkt. Ich würde sagen, du musst ganz dringend heilen. Ja. Das wird kein Weg dran vorbei. Ach, meint ihr? Jetzt kommen die guten Ideen plötzlich. Oder du gehst jagen. Dann ist auch. Jetzt ist auch schon egal. Ich gehe jagen? Ich bin doch ein guter Jäger, oder? Kann man sich auch 2-mal heilen. Achso, um sich selbst zu töten, meinst du? Ah, clever. Du opferst dich. Genau. Nein. Bringt zwar nichts, weil wir dann alle verlieren, aber. Das ist doch ein Ende. Genau. Kann man auch 2-mal sich heilen? Ich fürchte nicht. Ich wollte es nur mal, ich fürchte auch nicht, aber ich wollte es noch mal gefragt haben. Man kann hier nur einen Stein reinsetzen. Haben wir denn schon produziert? Nein. Ich bin zu Stimmt. Produzieren wir erstmal und zwar eine Nahrung. Und 2 Holz auf jeden Fall. Und dann können wir überlegen, was wir noch zusätzlich wollen. Ich glaube Nahrung. Ich würde auch mal sagen Nahrung. Und wollen wir diese Runde
Bananenkling. Ja, du magst keine Bananen, diese Runde oder? Unser Zelt. Ich mag sie schon, ich vertrag sie nicht. Auf einer Insel kommt es darauf nicht an. Ja, wir haben jetzt produziert. Wir könnten unser Zelt einsetzen. Unbedingt. Temporär erhöhen wir diese Runde unsere Stärke. Dachstärke um zwei. Ja. Machen wir jetzt zwei Punkte beim Wetter rein und legen es auch noch zusätzlich da rein. So. Ah, das ist aber hier. Tremlor, vielen Dank. Jetzt auf einmal kommen die. Wo warst du am Anfang? Danke. Okay. Gut. Also, Peter ruht sich aus. Genau, wir müssen ganz dringend die Moral steigern. Aber nur einmal. Ja. Ich bin noch nicht ganz tot. Ja. Und hier nochmal die Moral. Ich bin hier unten. Das sollte ich tun. Okay. Denn ich bin die nächste Startspielerin und dann muss ich wieder Moral ausgeben. Oh ja. Und ich habe keine. Das stimmt. Und da bekommt man welche. Das heißt, ich sollte die Person damit sein. Damit du nicht ganz so viel verlierst. Deine Wahl war weise. Ist weise. Zitat aus welchem Film? Anna Johnson, der letzte Kreuzzug. Okay. Gucken wir direkt hier im Anschluss. Was stimmt hier mit den 80er-Filmen nicht? Gremlins? Ja. Was soll ich jetzt dazu sagen? Ist das etwas, was wir hier diskutieren wollen? Warum ich die 80er-Filme nicht kenne? eine Option wäre auch noch, hier sich auszuruhen für jemanden von euch. Auch nicht? Wir sind leider nicht groß genug, um euch zu verstehen. Jemand zu Hause, McFly, echt nicht? Okay, wir müssen mal eine. Du hast ja genug Koffein, du machst jetzt danach die Nacht durch und guckst alle 80er-Filme. Also jemand von euch kann sich hier ausruhen, würde dann einen Moral bekommen, dann würden wir das Karte abwerfen. Das könnte jemand von euch, also ich kann das auch, aber ich bekomme ja da gleich Moral. Also. Aber du kriegst da nur zwei und du musst drei abgeben. Achso, genau, aber wir steigern es eins. Dann muss ich zwei abgeben, dann passt es wieder. Ich kann das auch machen, aber ich denke, sonst würde ich das vielleicht machen. Das aber du gehst auch jagen? Oh, ich habe ja schon wieder keine Moralkläppchen. Also, dann verliere ich halt die zwei Leben. Nee. Wir haben ja auch genug zu essen wahrscheinlich. Ja. Ich gehe sammeln. Oder wir müssen auch noch ein bisschen sammeln. Holz sammeln? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir müssen Nahrung sammeln, oder? Wir haben jetzt aktuell zwei. Dann fehlt ja irgendwie noch ein dritter. Ja, gut. Das ist völlige Aussage. Völlig aus dem Fokus gerückt. Ja. Eine schöne repräsentative Runde für Robinson Crusoe. Zum Glück sind wir frustrationstolerant. Ja, ich bin ja immer die Ruhe selbst. Ja. Mein Vater sagt immer, in der Ruhe liegt die Kraft, Sohn. Okay. Oder auch, hey, musst du kein gesund sein. Was denn? Ja. Er hat sogar einen Kissenabdruck darauf. In der Ruhe liegt die Kraft. Okay. Aha. Okay. Das betrifft uns ja nicht, weil wir haben ja mindestens eine Kampfstärke und dann würde ich. Oh, da gibt es ja immer Holz. Haben wir das haben schon? Haben wir uns das extra Holz genommen? Das haben wir. Wer hätte das Nein sagen müssen? Immer das. Halt. Achso, doch. Halt. Und haben wir uns das extra Nahrung durch das Benachbarte hier durch meine Abkürzung genommen? Deswegen jetzt passen auf. Ich gehe jetzt einfach mal hier auf Holz würfeln. Ich gehe auf Nahrung würfeln. Oh! Nein! Man darf mich nicht würfeln lassen. Wenn dann ein Wundensymbol dabei ist, dann haben wir verloren. Das, ist das stimmt. Man darf mich nicht alleine. Soll ich es verstärken? Man darf mich nicht alleine. Komm, dann lassen wir es, dass wir sicher Nahrung sammeln, verstärke ich deine Aktion. Okay. Sicher ist sicher. Man hat übrigens, weil so ein bisschen der schleichende, also A, das Koffein und dann B, aber auch der schleichende Wahnsinn hier langsam Einzug hält. Es gibt noch die Erweiterung. Mystery Tales, genau. Und ich wollte gerade Mystery Island sagen. Mystery Tales, da gibt es dann auch noch Wahnsinn und Horrorelemente noch als zusätzliche Dinge, die man ins Spiel reinbringen kann. Also der Wahnsinn, der gerade uns befällt, kann dann auch mit dieser Erweiterung dann auch die Charaktere im Spiel befallen. Ja, gibt übrigens auch. Damit kann man es auch ein bisschen schwerer machen. Genau, zu dieser Erweiterung gibt es auch einen tollen Blogbeitrag auf unserem Pegasus-Spiele-Blog. Immer noch 9 Holz to go, so, das wird langsam schwierig apropos, in 4 Runden. Sollten wir unsere 2 Holz noch. Kamerawechsel ist abgeben? Hier, das ist ja noch echte Handarbeit bei uns. Vielen Dank. Okay. Sollten wir unsere 2 Holz noch abgeben, wenn wir eh. Ja, um den Stapel zu bauen, damit es am Ende nicht ganz so, finde ich, eine gute Idee. Übrigens hätte ich auch schon länger mal die Feuerstelle bauen können. Da könnte man immer Nahrung abgeben, um sich 2 zu heilen. Naja. Gut, dass das ist jetzt alles auf. Andererseits hatten wir auch keine Nahrung, jemals abzugeben. Das stimmt. Okay. Gut. Einfach. Gut. Dann
dann fange ich da unten an. Ja. Mir fallen keine Worte dafür ein. Wann ist ich das denn? Ein Moralplätzchen. Es ist mit der ersten Schneeflocke gekippt. Die Schneeflocke? Oder? Also die erste ja, wirklich. Die irgendwie, Schneeflocken waren die hat uns zwei holzende Nahrung geklaut. Ja. Kann ja auch keiner an, dass wir hier Schnee erwarten. Also. Aber ich, nee, wirklich, also da, ich glaube, damit ist es echt irgendwie ja, so gekippt. Das war heftig. Dann zweimal hintereinander Schnee. Das, war das hat uns so viel Holz weggezogen, das fand ich. Ja. Ich fand das irgendwie nicht so gut. Okay, jagen können wir nicht, sonst wollen wir nicht. Bauen wollen wir auch nicht. Hey, lass uns in der letzten Runde oder so, bevor wir sterben, noch einmal jagen. Einfach nur aus Prinzip. Ressourcen sammeln. Ja, Ressourcen sammeln. Wir sammeln auf jeden Fall den Fisch. Ich würfel. Auf Holz. Aber ich kann ja nochmal würfeln, oder? Ja, aber welchen Würfel, genau? Den Erfolgswürfel. Den Erfolgswürfel nochmal würfeln, ja. Ja, war definitiv. Yes. Der brennt also, nicht. Das hat funktioniert. Genau, es funktioniert, aber du musst noch eine Karte ziehen. Das war Holz, ne? Ja. Piratenschatz. Nach einer stürmischen Nacht findet ihr einen verborgenen Trampelpfad. Er führt zu einem Piratenversteck. Wir können jetzt entscheiden, entweder wir werfen die Karte ab oder wir ziehen Geheimniskarten, bis wir zwei Schätze gefunden haben. Wenn die Karte dann nochmal gezogen wird, war der Schatz leider verflucht. Und jeder kann nur eine Person nutzen in der Runde. Ja, bis dahin schon überlebt. Schätze. Das eh nicht. Wir können jetzt zwei Schätze ziehen. Ja. Beide ausführen. Also. Mhm. Nett. Okay, jetzt wendet sich das Blatt. Genau, und wir ziehen jetzt so lange, bis wir zwei Schätze haben. Ja, und die anderen Kräutermischung. Kräuter klingen gut. Und die Weinflasche. Kräutermischung. Eigenartiger Geschmack, eigenartiger Effekt. Behaltet diese Karte. Ihr könnt euch einmal im Spiel die oberste Karte des Ereignisstapels ansehen. Danach wird die Karte abgeworfen. Ja, jeder lieber so, ihr bekommt drei Holz. Yay! Oder drei Nahrung oder zwei Nahrung. Auch eine Nahrung würde ich gerne nehmen. Ich meine, man kann sich die Ereigniskarte schon mal ansehen, weiß, was dann kommt, aber verhindern kann man es ja trotzdem nicht. Aber wir haben ja auch noch die Weinflasche gezogen. Was macht die denn? Und wenn wir die abwerfen oder austrinken, dann können wir einmal im Spiel in der Nachtphase insgesamt zwei heilen. Entweder bei einem Charakter oder bei mehreren. Wow, okay, die ist mega gut. Ich würde sagen, die brauchen wir auch ziemlich bald. Das hat die Kräutermischung jetzt erstmal so gefühlt. Ja, gut. Sehr gut. Das war beim Sammeln. Yep. Genau, dann gebe ich dir mal deinen. Erforschen. Dankeschön. Machen wir nicht. Haben wir noch. Dann sind wir jetzt hier. Ganz genau, das bekomme ich. Zwei Marker und wir erhöhen die Moral. Und ich heile mich mal. Oh, mir ist ein bisschen schummrig. Mein Kopf ist auch ganz blau. Okay. Dann kommen wir in die Wetterphase. Ne? Wir haben ja unser. Nadine, du bist, oder? Ich ja. Wir haben ja unser. Was bei. Warte mal, wenn jetzt auch Unterstand kaputt geht und wir haben halt keinen mehr, dann verlieren wir alle Leben, ne? Das könnte jetzt spannend werden. Ich glaube, ich könnte jetzt sterben also durch den Wetterwurf. Erstmal bekommen wir das hier alles. Das heißt, wir haben ab jetzt auch die Weinflasche. Aber wir müssen erst die Wetterphase. Ja, genau. Das bringt uns erst in der Nachtphase was. Das kann uns jetzt umbringen. Ja. Das heißt, die Palisade geht um eins runter. Aber wir haben keine Palisade. Also muss jeder einen Lebenspunkt abgeben. Das fängt schon gut an. Dadurch geht die Moral eins runter. Oh nein. Ich habe noch einen Lebenspunkt. Dann. Okay, dann haben wir eine Schneewolke. Wir müssen also ein Holz abgeben. Korrekt. Oh, oh, du stirbst. Und dann. Und dann müssen wir. Achso, nee, wir haben ja unser Zelt verwendet. Wir haben unser Zelt verwendet. Ja, dann passiert nichts mehr. Wir haben unser Zelt verwendet. Haben noch eine Runde geschafft. Das war aber auch sehr schön. Oh, du stirbst. Wie lange die Partie noch ungefähr geht, ja, ich würde sagen. 5 Minuten. Ja, 5 Minuten. Besitzung, es ist gleich. Papa Hofi, meinst du den Beitrag, von dem ich eben gesprochen habe? Oder war was geschrieben? Nadine habe ich nicht gefunden. Kannst du gerne nochmal schreiben, dann versuche ich das nochmal klarzustellen, was du suchst, wo du das finden kannst. Das Szenario ist echt übel. Ich finde das auch. Also das. Vor ewigen Zeiten schon mal gespielt und da kam es. Aber es ist halt auch immer wie die Wetterwürfel halt. Die waren das ist wirklich. Die waren okay, aber komm, wir haben noch eine Runde. Also erstmal die Weinflasche. Ah, die Weinflasche. Ja, ja. Da ich würde sagen, Peter trinkt den Wein, oder? Ach so. Wann setzen wir die Weinflasche ein? Wo ist die Weinflasche? Wer hat die Weinflasche? Nachtphase. Ich denke, die können wir irgendwann in der Nachtphase verwenden. Einmal in der Nachtphase insgesamt. Mich im Einheim oder im Zwei? Nee, im Zwei. Oh, wie geht's wieder? Ich bin wieder im Spiel. Dann isst du noch was. Und jetzt isst jeder von uns halt auch Nahrung diese Runde. Ah, oh, das tut gut.
Ein frischer Fisch kommt auf den Tisch. Das war's. Die Nachtphase. Wir haben einen Unterstand. Nahrung verschimmelt nicht, weil wir nichts übrig haben. Rundenmarker weiter verschieben. Runde. Was ist denn das hier? 9 von 12. Und ab der nächsten Runde käme dann auch ein Schiff. Hätten wir ein Feuer. Bei so einem Scheiterhaufen. Also ein Feuer haben wir, nur unseren Holzhaufen. Wind, weg. Okay, jetzt nochmal volle Konzentration. Alles nutzen, was wir haben. Jetzt nochmal richtig. Richtig. Ich meine, was soll ich denn sagen? Wer von uns ist hier fast tot? Also Hannah und uns und mir geht's eigentlich ganz gut. Chat hilft mit. Alle nochmal. Richtig. Los, ganz viel Kohlensäure gerade gewesen. Okay, gut. Gut. Ich decke mal eine Ereigniskarte auf. Genau, also ich bin Stadtspielerin. Ich decke mal auf. Zerstörerischer Sturm. Der morgendliche Sturm wirbelt eure Gegenstände und Werkzeuge durch das Lager. Einige davon gehen zu Bruch. Ja. Hier wieder eine Kratte liegt schon, der grüne Marker. Bei einer Stärke von 3 oder mehr -2. Haben wir nicht. Bei reduziere sonst auf 0. Oh nein. Was, die Kampfstärke geht auf 0? Ja. Das war es dann auch mit dem Jagen, ne? Also wenn wir diese Karte abwerfen müssen, irgendwann passiert nichts, das ist gut. Wenn wir da jemand hinschicken, dann bekommen wir wieder eine Kampfstärke und eine Moral. Also einen Marker. Ach. Also schon nicht schlecht. Eine Kampfstärke und ein Marker für einen dahinsetzen. Nicht schlecht. Ja, wir haben auch ganz viel verloren gerade. Also im Chat schlägt jemand vor, das Seil zu bauen, um dann nächste Runde den Mast zu bauen. Mast war +3. Masai kostet nichts. 1, 2, 3. Dann bräuchten wir noch 4. Mast bauen und noch 4 Holz. Einfach durchrennen quasi ist dein Tipp. Kämpfen. Sieg oder Spielabbruch? Also Fußball mal ein bisschen jetzt hier. Okay. Okay. Gut. Also Moralphase. Wir sind bei -3. Ja, toll. Ich habe nur 2 leider zum Abgeben. Das heißt, ich verliere ein Leben. Das heißt, unsere Moral, ja gut, die ist schon. Ist so egal. Okay. Ja, es sieht nicht gut aus, ne? Ja. Wir sammeln erstmal Fisch, 2 Holz. Mhm. Ein Fisch, 2 Holz. Genau, und dann können wir uns wieder entscheiden. Aber es ist voll auf Holz. Aber wir müssen ja auch essen. Sonst wir verlieren zu viele Lebenspunkte, wenn wir nicht essen. Das können wir uns nicht leisten. Also nehmen wir mal einen Fisch, dann haben wir schon mal von beidem etwas, oder? Ja. Gut. Dann. Aktionsphase. Wo ist eigentlich mein zweiter gelber Marker von vorhin? Der steht noch hier rum. Genau. So, also was haben wir gesagt? Wir gehen jetzt hier voll auf Mast. Wir versuchen noch so viel Holz wie möglich. Und für also den Mast brauchen wir das Seil. Okay. Ich mache jetzt mal ein Seil. Wir müssen aber auch. Wie viel Holz brauchen wir dafür? Nichts. Gar nicht. Für das Seil brauchen wir keins. Und dann können wir den Mast bauen. Für den brauchen wir ein Holz. Der gibt uns halt effektiv 2 Holz. Wir brauchen dafür noch ein Fell, das haben wir aber. Das Fell brauchen wir für sonst auch nichts. Ich würde dann nochmal das Lager aufräumen, damit ich auch gleich hier das ist gut. Moral abgeben kann. Das ist sehr gut. Und dann würfle ich, glaube ich, einfach nochmal auf Holz. Boah, ich hätte auch Bock zu erforschen eigentlich, um nochmal so einen coolen Marker zu kriegen. Eigentlich ist das nicht schlecht, weil wir machen das die ganze Zeit nicht mehr. Wir haben halt auch die zusätzliche Figurin, sogar 2. Ne? Aber das sind ja schon immer gute Sachen. Ne? Das mit 3 Figuren, wenn beide unterstützen, könnten wir auch hier sicher erforschen. Ja. Haben wir denn noch einen übrig? Ich meine, wir müssen auch noch Holz sammeln. Nadine hat noch beide. Man weiß aber auf der anderen Seite natürlich nicht, was da von Käse kommt. Aber da kann auch Baum kommen, theoretisch. Ah, also es gibt irgendwo einen umgefallenen Baum, der noch Holz gibt. Auf der anderen Seite auch müssen wir natürlich das Dach verstärken. Ach, aber wir haben irgendwie auch kein Holz dafür. Also ist eigentlich auch. Ich weiß auch nicht, wie wir das machen sollen. Naja, wir müssen irgendwie gucken, ob wir noch an Holz kommen. Ja, also achso, wir hatten das ja am Anfang der Runde, also der Aktionsphase wieder auf unserer Haufen. Ja, ich meine, gut, wir haben ja noch nichts eingesetzt, ne? Quasi. Nee, oder? Wir haben ja noch nichts eingesetzt. Ja, von mir aus können wir das. Aber wir brauchen ein Holz, warte mal. Nee, 2, das passt eigentlich. Nächste Runde für den Mast. Aber kommen wir durch die Produktionsphase dann halt, genau. Woche Runde. Das ist gut, weil, passt auf, damit ist die Reihe voll. Wir sind bei 7, 8, 9, 10 von 15. Das ist nämlich gut, dass wir die eine Reihe voll gemacht haben. Jetzt können wir nämlich in der nächsten dann alles in diese eine Reihe setzen. Und jetzt brauche ich natürlich das Seil. Ja. Hier werden schon ganz viele Tipps. Ob es so schlau ist, auf Nummer sicher zu spielen. Ja, das
wussten wir leider auch nicht. Nee. Wahrscheinlich nicht. Ja. Aber ich, Risiko beim Erforschen. Ach, dann könntest du natürlich auch zweimal erforschen. Beides mal sicher. Nee, beide mal würfeln, weil wir uns zu weit vom Lager entfernen. Ah, ja. Aber mit den beiden zusätzlichen? Ja. Ja, komm, mach mal, oder? Ja, komm, vielleicht kommen tolle Sachen dabei. Hervorragende Sachen kommen da. Das wird super, das wird großartig. Okay, gut. Gut. Dann, genau, da haben wir niemanden eingesetzt. Oh, das haben wir natürlich nicht bedacht, was da gleich passiert, wenn wir den... Oh nein. Was passiert denn? Nur mal... Nur so aus Interesse. Achso, dann müssen wir einfach wieder eine Quelle erschöpfen. Ja, achso, ja, okay. Das war... Gut, gut, dann baut genau. Peter das Seil. Dann, du baust das Seil. Sehr gut. Ja, erstmal so. Ich habe ein Seil gemacht. Super, das Seil sieht toll aus. Ein Seil zusammengebunden. Okay, gut, dann erforsche ich. Genau, sammeln. Wir haben gar keinen zum Sammeln. Doch. Erst gehe ich noch Holz sammeln. Genau, sammeln. Ach, Entschuldigung, kommt erst sammeln, dann erforschen. Uns fehlt aber auch eine Nahrung nachher, oder? Vielleicht fehlt mir Nahrung. Ich habe nichts gesagt. Such Holz. Also, ich war schon mal erfolgreich. Willst du bei dem Fragezeichen, dann müssen wir keine Karte aufdecken, neu würfeln mit dem Pilger. Das kann ich machen, aber Nadine würfelt ja auch noch. Das ist die Frage. Stimmt, zweimal. Okay, dann. Das heben wir, glaube ich, lieber noch Erfolg auf. Das heißt, ein Holz. Genau. Und dann habe ich noch Spuren im Wald gefunden. Was sind denn das für Spuren? Als du das Lager verlässt, entdeckst du Spuren eines Raubtiers, welches sich anscheinend in der Nähe aufhält. Das ist aber groß. Da unten suchst du die Hauskatze. So, das, genau, Fußabdruck. Stubentiger. Die wird auch in unseren Ereignisstapel gemischt und wir fühlen uns unbehaglich, wenn die nochmal gezogen wird, weil die Spuren haben uns Angst gemacht. Okay. Na gut. Und wir brauchen eine Stärke von mindestens 3. Sonst müssen wir wieder eine Quelle erschöpfen. Also, wir haben so viele. Wo muss denn die Quelle sein? Eine Nahrungsquelle neben dem Lager. Neben dem Lager. Okay. Ja, okay. Aber da haben wir ja auch ein paar. Da müssen wir irgendwann umziehen. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob wir so lange überleben, aber ich mag den Optimismus. Okay, gut. Dann. Erforschen. Erforsche ich jetzt mal, ne? Juhu. Ja. Okay, die Krümel, wo sind sie denn? Schon lange nicht mehr erforscht. Ich habe schon lange nicht mehr erforscht. Ich leg mal die Wetterwürfel. Die Wetterwürfel. Ich bin ja eh dran, ne? Oh Gott. Verliert ein Herz, muss eine Ereigniskarte ziehen. Und kein Erfolg. Karte müssen wir ja sowieso ziehen. Das stimmt. Ja, ja. Und den würde ich nicht rerollen. Und den hättest du ja auch nochmal würfeln müssen, wenn es erfolgreich gewesen wäre. Ich würde eher das rerollen, damit ich jetzt kein Leben verliere, weil es sieht nicht so gut aus bei mir. Jo. Ja, 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 ja. Würfel den, der keinen Schaden, das ist jetzt besser. Ah, Schaden, okay. Naja, war ja. Okay, gut, dann... Du kommst aber zwei Entschlossenheitsmarker. Ja, yeah. Das ist gut. Yay, yay. Das ist gut. Sehr gut. Und du hast aber noch vielleicht ein anderes Inselteil. Wir müssen aber erst noch eine Karte ziehen hier. Ah, da hat fast jemand aufgepasst. Es wird regnen. Dunkle Regenwolken ziehen über der Insel auf. Mische diese Karte in den Ereignisstapel. Und wenn die kommt, dann gibt es Dauerregen. Und wir haben wieder unsere Regenwolke da liegen. Ich glaube auch nicht, dass wir den Wetterwürfel am Ende dieser Runde überleben. Ich glaube, das wird das Ende markieren. Ich glaube, das Wetter ist unser Feind. Das Wetter ist unser Feind. Gut, also, dann... Hanna, sie war noch so jung. Dann nochmal würfel ich nochmal. Kann ja nur. So, irgendwo hier, irgendwo in so einem Stein gekritzt hier bei Pegasus, das Wetter war unser Feind. Und dann... Sehr gut. Was, nochmal? Ein Leben verlieren, eine Karte ziehen? Ja. Aber es ist gelungen diesmal. Nein, ich muss ja nochmal würfeln. Stimmt, dann würfeln nochmal. Vielleicht ist ja nochmal gelungen. Oh nein. Ah, warte mal ab. Also der Marker kommt auf jeden Fall jetzt mal weg. Gelungen! Yay. Yes! Yay! Okay. Mach ich jetzt erst die Fragezeichenkarte oder erst das Inselteil aufdecken? Deck einfach erstmal das Inselteil auf und dann. Ja, mach ruhig erst. Ich guck trotzdem nur, guck mal kurz nach. Oh, ich bin mir auch ganz sicher, dass wir erst das Inselteil. Ganz sicher. Hundertprozentig. Also wenn Nadine das sagt, dann vertraue ich ihr da. Erst der Verwundungswürfel, dann der Erfolgswürfel, zuletzt der Abenteuerwürfel. Na siehst du, alles richtig gemacht. Verwunden, perfekt. Erfolgen, Abenteurern. Okay, wir haben eine Pistole gefunden, die gibt uns temporär plus 3 Kampfkraft. Die ist gut. Und dann haben wir noch Kerzen, die helfen uns beim Bauen. Naja, gut. Okay, dann wollen wir mal gucken, was da für eine hervorragende Karte ist. Das ist einmalig dann, ne? Für eine Aktion hilft uns der Geselle. Mal kurz den anderen zeigen, was wir gefunden haben.
Aber das hat sich doch, das Erkunden hat sich echt gelohnt. Ja. Ja. Das hat sich gelohnt. Kerzen geben uns Licht, damit wir auch in den späten Abendstunden noch bauen können. Noch Seile knüpfen können. Und eine Pistole, ein einzelner Schuss für ein Tier oder für einen selbst. Im Wald findest du Bären, die du nicht kennst. Da du schrecklich hungrig bist, isst du mehr von ihnen, als vernünftig gewesen wäre. Ich hab Bauchauer. Das klingt nach uns. Lege den Marker auf den Bauch deines Charakters. Aber jemand hat eben schon angemerkt, dass du eigentlich dich nur von Alkohol ernährst auf der Insel. Du hast erst den Rum getrunken, dann den Wein. Ja, im Rollenspiel spielt man auch halt ganz andere Charaktere. Okay, das ist nicht so schlimm. Ich mische die jetzt rein, wenn das gezogen wird, dann darf ich nur einen meiner beiden Charaktere nutzen. Okay. Also es ist nicht gut, aber es ist, hätte noch schlimmer kommen können. Okay, dann bekommt Hannah noch, verbessert die Moral und bekommst auch noch zwei Plättchen. Die gebe ich auch gleich wieder ab. So, und dann, falls wir überleben. Zusammen mit der Pistole und dein Plättchen könntest du auch jetzt jagen. Das stimmt, falls wir überleben. Ja, jetzt mal, genau, wer würfelt denn eigentlich? Ich will nicht würfeln. Ja. Anna, Peter, du würfelst. Aber du bist dran, oder? Nee, ich bin eigentlich dran. Okay, ich nehme das auf mich. Ich bin ja der Dienstälteste, ich werde das auf mich nehmen. Warte mal kurz, warte kurz. Ich muss kurz gucken, ob ich hier irgendwas machen kann. Nee, dafür bräuchte ich drei. Ich habe nur zwei. Achtung. Oh Gott. Ciao, Papa Hoffi. Okay, rot zeigt nichts. Das ist schon aber wir haben dreimal Regen. Okay. Das ist nicht so schlimm, oder? Dreimal Regen heißt... Wir haben ein Dach. Ein Dach, das heißt, es bleibt zweimal Regen. Für jede Regen eine Nahrung und ein Holz weg. Ja, Nahrung können wir abgeben, aber wir haben nur noch ein Holz. Das heißt, jeder verliert ein Leben? Ja. Und jetzt wird's bitter mit der Nahrung. Und wir haben kein Essen mehr. Ja. Und die Moral ist wieder gesund. Und jetzt müssen wir essen? Ja. Wenn du nicht isst, bist du auf ein Leben? Ich bin tot. Ich bin auch tot. Wir müssen ja zwei abgeben. Ich bin okay, wir sind verhungert. Oh nein. Wir sind verhungert. Wir haben immerhin 10 von 15 Hölzern zusammengesammelt. Das ist auch egal. Aber ich muss auch, also mal danke, dass ihr uns so gut unterstützt habt. Danke, dass ihr unsere mangelnde Survival-Kompetenz nicht immer direkt so mit dem Finger... Wir haben uns manchmal, muss ich zugeben, echt nicht clever angestellt. Nee, also es ist kein kompliziertes Spiel, aber es ist komplex. Es hat viele Möglichkeiten. Du hast ja auch viele Sachen liegen. Du musst immer dran denken, hier, Würfel wiederholen. Mhm. Wir haben ja noch den Marker, mit dem man das Dach temporär dann erhöhen kann. Wir haben das noch und die ganzen Möglichkeiten, auch einfach mal einen Blick zu halten. Das ist, eigentlich ist es gar nicht so viel, aber es liegt halt irgendwo dann da und das liegt halt da. Wir sind jetzt verhungert, okay. Traurig. Es war doch, vielleicht einigermaßen knapp. Es war knapp. Also. Ja. Wir haben es fast geschafft. Also ich habe ja auch noch ein Leben. Ja, okay, damit hätte das man noch... Das jetzt nichts, aber... Es ist schade, dass wir nicht auf die Jagd gehen konnten. Das stimmt. Weil das spart halt, also mit zwei Steinen kann man mit einem einigermaßen guten Tier, kann man die ganze Runde versorgen. Ja. Und vielleicht noch sein Dach ausbauen. Genau. Es ist halt auch, ein guter Startgegenstand sind auch die Pistolen. Dann kann man zweimal plus drei Kampfstärke temporär bekommen. Das stimmt. Den finde ich auch sehr, sehr gut. Das also ist gut, ja. Und, also... Ne? Ich würde sagen, wir haben uns würdig geschlagen, soll ich sagen. Was für Tiere lagen denn da noch? Okay, die Finches, die sind nett. Die haben nur eine Stärke von 1. Geben immerhin zwei Nahrung und mit den Eiern nochmal eine dauerhafte. Also das ist für Kampfstärke 1. Hätten wir geschafft. Drei Nahrung. Wäre gut gewesen. Richtig gut. Dann haben wir noch, klar, die Böcke. Finde ich auch gut. Das geht noch, weil... Das Ball kam zu spät, ja. Ja. Das stimmt. Ja, hast absolut recht. Ja. Absolut nochmal Fehler recht. Besprechen. Naja, und auch die Höhen, die Höhen und die Tiefen. Und unter der Tierkarte, die ist aus der Erweiterung. Genau, das ist so eine Spezialtierkarte. Das ist einfach ein Kalb. Also, was macht das Kalb? Du erspähst eine Antilope, die durchs Gebüsch springt und erlegst sie mit einem Pfeil. Du näherst dich dem Tier und siehst ein kleines Kalb daneben sitzen. Oh nein. Entscheide, nimm zwei Nahrung oder nimm drei Nahrung und die Moral geht runter. Weil die eine Nahrung mehr ist, dann das Kalb. Oh, das ist fies. Das ist wirklich fies. Nein. Kalbsleberwurst. Oh Gott. Mein Vegetarierherz... Ja, okay. Es war nicht wirklich knapp. Aber wir haben uns auch nicht, muss man sagen, nicht geschickt angestellt. Nee. Ich habe es jetzt für mich, ich habe es schon lange nicht mehr gespielt, leider. Ich werde es direkt nächste Woche, habe ich Spieleabend, werde ich direkt auf den Tisch packen.
Es ist auf jeden Fall. Und muss es nochmal probieren. Es ist wirklich komplex, es ist zu Recht ein Expertenspiel und kein Kennerspiel, wenn man diese Kategorisierung, was den Schwierigkeitsgrad von Spielen angeht. Es sind einfach viele Regeln auch im Detail. Ne? Ja. Dann wird so ein Marker irgendwo hingelegt, was heißt das dann noch genau? Ja. Oder so ein Marker, da steckt schon der Teufel im Detail. Das ist halt so das andere Ende, was Spiele können. Ne? Was wir auch schon so, was wir morgen noch spielen, Animotion, das ist quasi vom Gewicht her 0 Gramm so fast oder ne? Ganz wenig. Und das hier ist halt einfach ein Kilo schwerer Brocken. Finde ich aber auch gut, dass Spiele halt einfach so eine Bandbreite haben an Möglichkeiten. Also wir hätten das Kalt natürlich nicht alleine gelassen. Wir hätten es mitgenommen, unser Lager. Wir hätten es gefüttert, bis es groß, dann wäre es groß geworden und dann hätten wir es geschlachtet. Nein, das wäre dann Teil unserer Crew. Es hätte uns verteidigt. Genau, das wäre Teil unserer Crew gewesen. Richtig. Aber was ich halt wirklich an dem Spiel liebe, das ist alles thematisch. Also hier auch, das Kalt mitzunehmen, gibt uns eine Nahrung mehr, senkt aber die Moral. Also hier sind so viele Sachen im Detail drin oder man kann hier diese Vögel finden und sie bringen dann halt zwei Nahrung und durch die Eier nochmal eine zusätzliche dauerhafte Nahrung. Ja, das stimmt. Es sind einfach super viele thematische Sachen drin. Ja, und auch die vielen Aspekte, an denen man scheitern kann letztlich. Also am Wetter, an Tieren, Nahrung. An Nahrung. Also man kann irgendwie an allem möglichen. Moral spielt die große Rolle mit. Genau. Wenn man motiviert ist, kann man seine Fähigkeiten einsetzen. Ne? Genau. Hier auch zu neuen Ufern was entdecken. Yay! Genau. Oder halt nicht. Also das passt auch wirklich thematisch sehr gut. Es ist natürlich ein gewisser Glücksfaktor mit den Würfeln, aber das macht es ja irgendwie auch reizvoll, dass man nicht eben alle. Also ich meine, wer ein Spiel spielen will, wo mehr oder weniger gar kein Glücksfaktor aus dem Expertenspielbereich, bei der letzten Kunstbibliothek hatten wir eine Runde Spirit Island. Das ist nochmal etwas weniger glücklastig, denn aber da deckt man ja immer genauer Karten vorher auf. Das hier ist wirklich so, dadurch, dass man eben würfelt, hat man auch immer noch so einen dynamischen Faktor mit dabei. Das macht es wirklich sehr schön. Ja. Das war's für heute. Das war der erste Tag unserer Online-Convention. Wir machen morgen weiter. Schaut euch weiterhin mal auf unserer Seite um, conspiracy-con.de. Könnt ihr überlegen, ob ihr vielleicht morgen auch mal eine Spielrunde spielen möchtet. Entweder Brett- und Kartenspiele, digital auf tabletopia.de oder vielleicht eine Rollenspielrunde, Pen-and-Paper-Rollenspiel. Gibt es morgen noch hoffentlich einige Runden. Ich habe eben mal vor dieser Runde nachgeschaut. Da waren schon alle Rollenspielrunden für heute voll. Mhm. Deswegen habe ich auch gar nichts mehr gesagt. Waren alle ausgebucht, aber schaut doch einfach mal vielleicht für morgen oder fürs Wochenende. Wir haben noch einige Spielrunden. Ansonsten sehen wir uns hier an gleicher Stelle um 16 Uhr wieder. Und auch morgen wird gespielt First Red, ein Rennspiel. Wir bauen Raketen als Ratten und wollen zum Käsemond fliegen. Und Animotion, ein kleines Partyspiel. Und haben noch ein paar Talkrunden, auch mit unserem Redaktionsleiter für die Spiele, dem Klaus. Erzähl mal, was wir alles so an neuen Titeln am Start haben. Auch mit unseren Partnern. Und am Abend, Nadine, wirst du uns noch durch die Nerd-Lounge führen. Genau. Und da geht's um welches Thema? Zipbeutel oder nicht Zipbeutel? Nein. So könnte man es nennen. Der hat schon verschiedene Titel jetzt bekommen. Ja, es geht letztlich um das Thema Spielmaterialien. Wie wichtig sind sie für das Spielerlebnis? Kann man auf fancy ausgefallene Spielmaterialien verzichten, trotzdem tolles Spielerlebnis haben? Oder wie seht ihr das? Oder braucht es wirklich Miniaturen, tolle Minis, tolle Fische statt einfachen Klötzchen oder sowas. Genau. Darüber sprechen wir. Wir, das sind Rosa von Frosted Games, Clemens und Sebastian von Pegasus Spiele und ich und natürlich ihr im Chat. Ja, genau. Also morgen wieder, es wird gespielt, es wird getalkt, es wird interviewt. Am Samstag gehen wir dann ab an unseren Partner Orkenspalter TV. Dann geht es weiter mit verschiedenen Themen rund um Pen und Paper Rollenspiele. Das war's für heute. Wir verabschieden uns von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen da draußen. Danke, dass ihr uns die Daumen gedrückt habt, auch wenn wir uns an manchen Stellen nicht ganz so clever angestellt haben. Das war bei mir auf jeden Fall der Koffeinschock, ganz klar, darauf zurückzuführen. Und ja, klar, natürlich. Macht's gut, bleibt gesund und bis morgen. Tschüss. Tschüss. Pegasus Spiele. Wir machen Spaß. www.pegasus.de